Ich wünsche allen schon mal, Ihnen hier im Publikum, euch hier auf dem Podium einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute den Weg hier trotz des wunderbaren Wetters ins Haus am Franz-Mehring-Platz gefunden haben zur Diskussion 100 Tage Syriza. Was hat sich verändert? Ich sehe gerade, die Kollegen bringen gerade noch ein paar Stühle, also wahrscheinlich werden alle auch einen Sitzplatz finden. Mein Name ist Wenke Christoph, ich bin Projektmanagerin für unsere Büros in Brüssel und Athen, also auch für Griechenland, hier im Haus in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, und ich freue mich sehr, diese Diskussionsrunde heute hier moderieren zu dürfen. Wir hatten uns gedacht in der Vorbereitung der Diskussion, was wäre ein spannendes Thema, ein spannender Anlass eigentlich, sich wieder und vielleicht nochmal nach den ganzen Presseberichten, die sich vor allem mit Fragen von Schuldenschnitt, ja oder nein, Grexit, wie sieht die Finanzsituation Griechenlands eigentlich aus, mal mit einer anderen Fragestellung auch zu beschäftigen. Nämlich zum einen, was sind eigentlich die innenpolitischen Herausforderungen in Griechenland? Was hat sich vielleicht auch schon politisch verändert? Welche Gesetze wurden auf den Weg gebracht? Gibt es schon etwas, was für die Menschen in Griechenland spürbar sich verändert hat? Also zum Beispiel für die Putzfrauen im Finanzministerium, die entlassen worden sind, für die über 2000 Leute, die im staatlichen Rundfunksender entlassen worden sind von der Vorgängerregierung und so weiter. Aber auch natürlich zu diskutieren über die Herausforderungen für die griechische Regierung, aber auch für die Linke in Deutschland und in Europa, dieses Projekt zu unterstützen. Der Anlass ist 100 Tage Syriza, also 100 Tage Syriza-Regierung. Heute vor 100 Tagen wurde Alexis Tsipras zum Ministerpräsidenten ernannt und die Koalition bekannt gegeben. Und das ist ja tatsächlich auch immer ein Anlass, so die ersten 100 Tage einer Regierung auch Revue passieren zu lassen und zu schauen, in welche Richtung geht das denn. Für genau diese Fragestellung haben wir gewinnen können Yorgos Chondros. Er wurde von der Taz unlängst als intellektueller Griechenland-Lobbyist bezeichnet. Schön, dass du hier bist. Genau, Yorgos ist Mitglied im Zentralkomitee von Syriza, koordiniert die Ökologieabteilung der Partei und hat offensichtlich mehrere Jahre kommunalpolitische Erfahrung, unter anderem als Bürgermeister und Umweltaktivist. Gleichzeitig, das hatte ich ja eben auch schon angefangen zu sagen, ist es offensichtlich, dass die Politik der griechischen Regierung nicht allein von den innenpolitischen Fragen, Problemen, Auseinandersetzungen, Konflikten bestimmt ist und von den Entscheidungen der Koalition in Athen abhängt, sondern ein ganz großer Teil dessen, was an Rahmenbedingungen vielleicht auch für die griechische Regierung existieren, werden in Europa gemacht, von der Eurogruppe, von der EZB, und gleichzeitig auch von der deutschen Regierung, wo Finanzminister Schäuble mit am Tisch sitzt, wenn es darum geht, was für Reformlisten vorliegen und wie das die jeweiligen anderen Regierungen und Finanzminister eigentlich so finden. Das heißt natürlich, dass auch die Frage der deutschen Politik und der europäischen Politik eine ganz große Rolle dafür den Erfolg oder Nichterfolg des Versuchs von Syriza spielt. Und genau darüber zu diskutieren, was eigentlich zum Beispiel auch praktische Solidarität heißen könnte und müsste, haben wir zum einen Hanna Eberle, die Pressesprecherin oder Sprecherin vom Blockupy-Bündnis, gewinnen können. Willkommen. Und an meiner Seite hat Platz genommen Bernd Rieksinger, Parteivorsitzender der Linken. Auch schön, dass du da bist. Wir haben uns vorgestellt, ja? Entschuldigung, eine Frage organisatorischer Art. Könnte man auf einer Seite die Fenster des Teams unheimlich? Ja, das machen wir sofort. Dankeschön. Genau, bevor es losgeht, bevor wir sofort in die Diskussion einsteigen, nur ganz kurz zwei, drei organisatorische Ansagen.
Der Ablauf wird so aussehen, dass alle hier auf dem Podium mit einer kurzen Anmoderation jeweils so Kurzbeiträge, Inputs, die uns Material und Futter liefern für die Diskussion, einbringen werden. Wir vielleicht, wenn es Zeit ist, hier nochmal ein, zwei Fragen auch nochmal tiefer diskutieren im Podium. Und dann wollen wir aber eigentlich relativ viel Zeit lassen für Fragen, Kommentare und Diskussionen mit Ihnen und euch im Publikum. Und so gegen 21 Uhr dann aber auch abschließen. Denn Jorgos hat schon hier 3 Stunden lang Pressegespräche führen müssen. Also der Lobbyismus ist ein hartes Geschäft. Wir haben, das sehen Sie vielleicht, eine Videokamera hier, die eine Aufzeichnung der Diskussion macht. Allerdings nur vom Podium. Das heißt, niemand muss sich fürchten, hier ungewollt aufgezeichnet zu werden. Nur das Podium wird gefilmt und als Tonaufnahme, wenn dann Fragen aus dem Publikum sind, aber sie werden dann nicht aufgenommen auf Video. Genau, ich glaube, das war's an organisatorischen Sachen, die mir aufgetragen worden sind. Getränke gibt es dort hinten, wenn Sie noch zwischendrin Durst verspüren. Und wir steigen einfach ein. Jorgos, was ist heute eigentlich anders als am 25. oder 26. Januar des Jahres? Also welche Veränderungen hat die Regierung bereits angestoßen? Und gleichzeitig aber auch, was konnte bis jetzt noch nicht getan werden? Wo bewegt sich vielleicht auch die Syriza-Regierung an der Stelle? Man hat ja den Eindruck, dass es gerade auch auf der Ebene der europäischen Verhandlungen ist. Und welchen Einfluss hat das eigentlich auf das, was die Minister tun können, das, was im Parlament getan werden kann von der Regierung? Wo siehst du eigentlich die zentralen Herausforderungen auch und die möglichen Handlungsperspektiven für die Regierung in Griechenland? Also ich möchte mich auch nochmal bei euch herzlichst bedanken, dass ich die Möglichkeit habe, wieder hier im Hause zu sein. Ich fühle mich hier auch zu Hause, mit euch zu diskutieren. Ich freue mich auch, dass wir hier auch so zahlreich erschienen sind. Das ist eigentlich ein sehr gutes und sehr positives Zeichen für uns. Es stärkt uns auch sehr bei diesen harten Verhandlungen, die wir führen müssen, die eigentlich keine Verhandlungen sind, sondern ein wahrer Krieg. Und eigentlich es ist es das, was als erste Syriza sozusagen geschaffen hat in diesen ersten Tagen. Nämlich die Griechenland-Frage so zu internationalisieren, so zu europarisieren, dass es hier mitten in Berlin heute so viele gekommen seid, um eben über Griechenland zu diskutieren. Weil Griechenland ist kein normales Land mehr. Man kann Griechenland nicht mit normalen Maßstäben messen. Man kann Griechenland nicht mehr mit allen Instrumenten, die wir bis jetzt hatten, eigentlich verstehen. Weil wenn ich die Frage jetzt so drehe, warum besteht jetzt so ein großes Interesse, dass ich sitze weder in der Regierung, ich bin auch kein Lobbyist, ich bin ein ganz normaler Mensch aus der Bewegung, jetzt stundenlang hier mitten in Berlin Pressegespräche führen müsste. Ist das selbstverständlich? Weil wir laufen der Gefahr, dass wir das als selbstverständlich hinnehmen. Es passiert nur deswegen, weil die Tatsache, dass wir jetzt in einem Euro-Land, in einem europäischen Land, in einem Eurozone-Land eine linke Regierung haben. Und das ist das Neue, was eigentlich am 25. Jänner passiert ist. Die griechische Bevölkerung hat demokratisch entschieden, wieder Hoffnung zu gewinnen, wieder Würde zu gewinnen. Das hat sie auch gleich geschafft, indem sie das Programm von Syriza bewilligt hat, dafür gestimmt hat. Und jetzt haben wir eben die erste linke Regierung Europas. Unsere Regierung aber, vom Tag Null an, und ich werde da wirklich keine Zeit verlieren, ich gehe sofort in die aktuelle Situation rein. Vom Tag Null an hat unheimliche Herausforderungen zu bewältigen gehabt.
Herausforderungen, die nicht nur mit der Krise, die eigentliche Krise zu tun haben, nicht nur mit der humanitären Krise, auch nicht nur mit der wirtschaftlichen Krise, sondern mit einem Plan der griechischen, aber auch der europäischen Eliten, gerade dieser Regierung keine Sekunde Zeitraum zu geben. Und wenn ich sage keine Sekunde, ich meine keine Sekunde, es ist ja keine poetische Übertreibung von mir. Das Feld, auf dem wir regieren müssen, wurde schon lang vor den Wahlen total unterminiert. Das heißt, der Zeitpunkt, der ausgesucht wurde, um die Wahlen zu machen in Griechenland, der Februar, wir wussten schon vor Jahren, dass überhaupt der ungünstigste Moment war, für Syriza an die Regierung zu kommen. Aufgrund der Programme, aufgrund dessen, dass gerade im Februar das Programm auslaufen würde, die Kontrollen, die bevorstünden, aber auch aufgrund dessen, dass zu bestimmten Zeiten bestimmte Summen bezahlt werden müssten. Die vorherige griechische Regierung in Zusammenarbeit mit den Partnern in Europa und auch mit der Duldung der Europäischen Zentralbank hat dafür gesorgt, dass Griechenland eine große Kapitalflucht erlebt hat, über 25 Milliarden innerhalb ein paar Monaten vor den Wahlen. Große Verantwortung trägt da die EZB, weil ihre eigentliche Rolle ist, das Bankwesen Europas zu sichern und es nicht zu demolieren, wie es im Falle Griechenlands macht. Wurden auch Gelder von IFSF zurückgezogen, über 11 Milliarden. Auch Tranchen, die abgemacht waren und unterschrieben waren, wurden an Griechenland nicht bezahlt. Warum? Eben, um keinen Spielraum der neuen Regierung zu geben. Sie haben auf eine Win-Win-Situation sozusagen gespielt. Hätte der Samaras die Wahlen gewonnen, hätten die Geschäfte weitergelaufen, wie es bis dann der Fall war, kommt Syriza an die Regierung, hat keine Chance zu regieren, verfällt in seinen Aufgaben und damit verschlägt die gesamte europäische Linke Jahrzehnten zurück. Das war ihr Plan. Wir haben diesen Plan nicht aufgehen lassen. Wir haben es geschafft, innerhalb wirklich ganz kurzer Zeit eine Regierung zusammenzubringen. Noch nie in der griechischen Geschichte wurde eine Regierung so schnell auf die Beine gestellt. Ich wurde heute öfters gefragt, ja, wieso habt ihr mit dieser rechtspopulistischen Partei eine Regierung zusammengestellt? Ich sage das im Vornherein, es gäbe gar keine andere Möglichkeit. Deswegen wurde alles daran gesetzt, bei den Wahlen und vor den Wahlen, damit diese Partei nicht ins Parlament kommt, weil keine andere Partei außer Syriza gegen die Memoranden war, keine andere Partei im griechischen Parlament gegen die Austeritätspolitik war. Insofern, nachdem wir die absolute Mehrheit um nur zwei Mandaten verfehlt haben, das möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen, waren wir gezwungen, so eine Regierung einzugehen. Es ist keine Koalition, wie man das hier versteht. Das heißt, wir haben keine Koalitionsverhandlungen gemacht, wir haben keine programmatische Diskussion gemacht, wir haben nicht einen einzigen Gramm von unserem Programm streichen müssen. Das, was jetzt als Regierungsprogramm umgesetzt wird, ist das Programm von Syriza. Also der erste Erfolg von der neuen Regierung war eben die Internationalisierung der Frage über Griechenland, weil wir der Meinung sind, die Krise in Griechenland ist keine griechenlandspezifische Krise, es ist eine internationale Krise des Systems, es ist eine kapitalistische Krise und als solche muss diskutiert werden. Und deswegen sagen wir auch, es kann keine Lösung innerhalb Griechenlands geben, wenn die Schuldenfrage insgesamt nicht gelöst wird in Eurozone-Raum und der EU, aber überhaupt international, da hat Griechenland auch keine Chance, ihre Staatsschuldenprobleme zu lösen. Ich betone es nochmal. Vom ersten Tag an, vom Tag Null an, wurde alles daran gesetzt, dass wir ganz einfach verfehlen.
Und dieser Krieg dauert bis heute. Ich habe eine kurze Pause gemacht und ich habe ein paar Telefonate mit Genossen unten machen können, um mich mal abzudaten, weil es ändert sich von Stunde zu Stunde die Situation. Habe ich halt gefragt, wie sieht es heute aus? Okay, einerseits gibt es heute eine gemeinsame Presseerklärung Tsipras-Juncker. Frau Merkel hat sich heute wieder mal gemeldet, Griechenland darf nicht aus der Eurozone rausgehen. Gleichzeitig aber bei den Verhandlungen, die heute auch geführt werden, bestehen auf Sachen drauf, die für die neue griechische Regierung rote Linien sind. Ganz tiefe rote Linien sind, über die wir nicht rübergehen können. Was sind sie? Das haben wir öfters gesagt, das sagen wir denen auch fünfmal am Tag, bis sie es endlich einmal wirklich begreifen. Syriza-Regierung kann keine Kürzungspolitik betreiben. Das heißt, Lohnkürzungen, Rentenkürzungen geht mit unserer Regierung auf gar keinen Fall. Nicht nur, weil wir sozusagen der Auffassung sind, dass die Bevölkerung befriedigt werden muss. Kürzungspolitik führt ja auch zu mehr Rezession. Die griechische Volkswirtschaft ist nicht so wie die deutsche, ist nicht exportorientiert, lebt hauptsächlich vom Binnenmarkt. Das heißt, wenn diese schon sehr schmale Kaufkraft der Griechen noch gekürzt wird, noch schmäler wird, hat die griechische Wirtschaft absolut keine Chance, sich zu regenerieren, sich zu erwärmen und überdies dann auch die humanitäre Krise zu bekämpfen und wenn vielleicht ein bisschen überbleibt, auch an Schulden zu bezahlen. Zweite rote Linie. Die Arbeitsrechte wurden während dieser Memorandenjahren total demoliert. Wir haben keine Kollektivverträge mehr, wir haben keine Freiverhandlungen, keine freien Tarifverhandlungen mehr. Gerade das verlangt die Europäische Kommission. Und wir sind jetzt in den letzten Tagen auf etwas Neues draufgekommen, dass es sehr große Differenzen gibt zwischen IMF und Europäischer Kommission. Das heißt, die rote Linie jetzt auf die andere Seite, die rote Linie des IMFs sind ganz andere Sachen als die rote Linie von der Europäischen Kommission sind. Wir sind aber, betone ich nochmal der Meinung, die Arbeitsrechte müssen wieder hergestellt werden, Kollektivverträge müssen wieder eingeführt werden und das entsprechende Gesetz ist in Vorbereitung. Der öffentliche Dialog mit den Partnern hat schon begonnen. Wir sind gegen neue Steuer. Wir sind gegen neue Steuer. Nicht nur, weil die griechische Bevölkerung keine Steuer mehr ertragen kann, weil auch neue Steuern wieder die Wirtschaft kaputt machen würden. Wir sind natürlich dafür, dass die Reichen besteuert werden. Dass alle jene, die auch während der Krise sich Reichtum angehäuft haben, jetzt mehr zur Kasse gebeten werden, als der Fall in den früheren Jahren war. Und es ist interessant, das war nie Bedingung bei den Memoranden. War nie Bedingung, dass wir sozusagen mehr Steuer eintreiben. Letzte rote Linie, Privatisierung im Sinne des Ausverkaufs geht mit unserer Regierung eigentlich nicht. Gerade aber der IMF besteht sehr auf Privatisierung und die deutsche Regierung besteht mehr auf Privatisierung. Es ist klar, warum. Sie vertreten auch eigene Interesse von verschiedenen Interessensgruppen in Deutschland und international. Also ich möchte es nochmal hier im Raum fest unterstreichen, dass wir über diese Punkte nicht gehen können. Warum? Das Programm, mit dem wir zur Wahl gegangen sind, den Dialog, den wir mit der griechischen Bevölkerung geführt haben, war gerade über diese vier Hauptpunkte. Und darüber hat sich die griechische Bevölkerung entschieden. Das heißt, wir können jetzt keine Vereinbarung mit unseren Partnern treffen, die gegen die Entscheidung der griechischen Bevölkerung ist. Und ich sage hier es nochmal, wenn wir es in dieser Lage versetzt werden
aufgrund der sehr harten Verhandlungen, dann werden wir das auch gemeinsam mit der griechischen Bevölkerung entscheiden. Das heißt, wir werden die griechische Bevölkerung fragen, ob es möglich ist, einen diesen Punkten zu streichen oder nicht. Deswegen wird hier immer wieder geschrieben, die Diskussion über ein mögliches Referendum oder neue Wahlen. Neue Wahlen kommen nicht in Frage für uns, weil bis vor kurzem hat sich die griechische Bevölkerung demokratisch entschieden. Also nochmal kurz gefasst, die rote Linien Syriza sind auch die rote Linien der griechischen Bevölkerung und das müssen unsere Partner wirklich akzeptieren. Das heißt, es muss hier klar werden, dass die demokratische Entscheidung der griechischen Bevölkerung wirklich von den Partnern auch akzeptiert wird. Gleichzeitig ist das unsere größte Stärke. Das heißt, die überwältigende Mehrheit der griechischen Bevölkerung, trotz dieser sehr harten Auseinandersetzung, trotz der ungeheuren Propaganda, die in Griechenland auch betrieben wird, wie auch hier, und wie sie zusammenarbeiten, ist es wirklich sehr interessant. Sage ich ein Beispiel von den letzten zwei Tagen, hat jetzt gerade eine Freundin von mir hier gesagt, weil in Griechenland läuft die Nachricht seit drei Tagen, dass ein Minister 80.000 Euro ins Ausland gebracht hat, unbesteuert. Hat das eine einzige Zeitung in Griechenland geschrieben. Die Regierung hat das öfters dementiert, er selber hat das auch öfters dementiert, hat auch die Zeitung angeklagt. Jetzt habe ich erfahren, dass es hier auch ganz fett gedruckt wird, dass ein Syriza-Minister auch sein Geld ins Ausland bringt. Trotz aller dieser Propaganda, die überwältigende Mehrheit der griechischen Bevölkerung steht auch jetzt, drei Monate nach der Wahl, hinter der Syriza-Regierung und unterstützt sie sehr, weil, warum? Die Griechen haben gemerkt, dass endlich mal eine Regierung gibt, die ernsthaft verhandelt. Dass eine Regierung gibt, die die Souveränität des Landes wieder zurückgewonnen hat. Dass es eine Regierung gibt, die das Land wieder auch auf die geostrategische Karte hineingetan hat. Weil Griechenland war in den letzten Jahren auch aus der geostrategischen Karte ganz einfach verschwunden. Die griechische Regierung macht jetzt eigenständige Außenpolitik wie jedes andere Land, egal ob es EU-Mitglied ist oder nicht EU-Mitglied ist. Trotz, dass wir von hier immer diktiert bekommen, Herr Schulz hat gesagt, wie kommt es dazu, dass ein Premierminister ja einen anderen Premierminister besucht, als Tsipras nach Moskau gefahren ist. So laufen die Sachen bei uns. Trotz aller dieser Schwierigkeiten und trotz dieses regelrechten Krieges, den wir tagtäglich erleben, die griechische Regierung macht auch ihre normale Geschäfte sozusagen. Das heißt, vom ersten Tag an versucht, ihr Programm umzusetzen. Das Programm zur sozialen Rettung, so wie wir das in Saloniki präsentiert haben 2013. Das erste Gesetz, was wir verabschiedet haben im Parlament, ist das sogenannte Gesetz zur soziale Rettung. Das heißt, ein Gesetz, 200 Millionen Euro, damit Hunderttausenden von Haushalten wieder mit Strom, Lebensmittel und Wohnung zu versorgen. Und siehe da, die Europäische Kommission wollte nicht einmal das zulassen. Der zuständige Kommissar ist nach Griechenland gekommen, hat gesagt, das ist eine einseitige Maßnahme, dürft ihr das nicht machen. Nein, die griechische Regierung hat das trotzdem beschlossen und das Gesetz ist schon in Kraft und Hunderttausend von Haushalten haben sich schon gemeldet und haben wieder Strom und so weiter. Vom Tag 2, zwei Tage nach der Regierungsübernahme, hat jeder Grieche
egal ob versichert ist oder unversichert ist, Zugang wieder zu diesem schon kaputt gesparten öffentlichen Gesundheitssystem. Vor 2 Tagen hat es auch eine große Pressekonferenz von mehreren Ministern gleichzeitig, von allen Ministerien, die damit zu tun haben, und haben die Bevölkerung informiert, dass auch jetzt jeder Grieche, der nicht versichert ist, auch dieses Heft, was jeder Versicherte hat, wie sagt man das? Ja, genau. Dieses Ausweis bekommt, weil wir haben gesehen, dass sehr viele Krankenhausdirektoren es verhindert haben, dass die Nichtversicherten sozusagen versorgt werden. Deswegen hat jetzt die Regierung beschlossen, jeder bekommt eben diesen Ausweis, egal ob er versichert ist oder nicht versichert ist, dass er versorgt wird. Wir haben beschlossen, wieder den öffentlichen Rundfunk zu eröffnen. Das heißt, bald, in ein paar Wochen, der öffentliche Rundfunk wird wieder griechenlandweit senden. Wir haben auch gesagt, dass wir neues Personal im öffentlichen Dienst aufnehmen werden, weil es wird hier sehr oft geschrieben, es wird bei uns auch geschrieben, der griechische öffentliche Dienst ist überschwellt, ist auch übermäßig gut bezahlt, stimmt beides nicht. Die griechischen Löhne sind im Durchschnitt viel niedriger, auch vor der Krise, wie der europäische Durchschnitt. Und wir haben auch angemessen zur gesamten Bevölkerung einen unterdurchschnittlichen Zahl an Staatsbediensteten. Wir haben aber beim Gesundheitswesen sehr große Bedürfnisse. Und die Regierung hat gesagt, sie wird über 4.500 neue Arbeitsstellen im Gesundheitswesen wieder aufnehmen. Natürlich die Putzfrauen und alle Lehrer und so weiter, die gesetzeswidrig entlassen wurden, diese Memorandenjahre, werden natürlich aufgenommen, trotzdem, dass die Europäische Kommission und unser Partner es nicht zulassen möchten. Weil ich jetzt nur eine Minute habe, aber wir haben sowieso Zeit nachher bei der Diskussion. Wenn man wirklich den Rahmen vor Augen hält, den Rahmen, in dem das Land sich befindet, den Druck, den diese Regierung international hat, die Mittel, die sie zur Verfügung hat, das, was sie in diesen 100 Jahren, das ist ja schön, 100 Jahren werden wir regieren, in diesen 100 Tagen getan hat, ist wirklich eine außerordentliche, starke Leistung. Heißt das nicht, dass wir auch nicht einige Schwäche haben? Nicht, dass, oder auch einige Differenzen oder auch einige Probleme unter uns? Das wäre dumm von mir, jetzt da vor euch zu stellen und zu sagen, das machen wir alles recht. Das ist nicht so. Meine Schlussbemerkung jetzt hier ist folgende. Neben all das, was Syriza-Regierung im eigenen Land schafft, hat eben diese europäische Diskussion eröffnet. Und wir finden, es ist eigentlich vielleicht unsere wichtigste Aufgabe, die Diskussion zu eröffnen über die Möglichkeit, eine europaweite Bewegung zu machen, gegen die Austeritätspolitik. Das heißt, das gute Beispiel von Syriza, Syriza war bis vor kurzem eine ganz kleine Partei, hat gekämpft, um ins Parlament zu kommen, hat es geschafft, aber binnen weniger Jahren an die Regierung zu kommen. Das bezeigt, dass in der Politik alles möglich ist. Das bezeigt wirklich, dass in der Politik alles möglich ist. Das heißt, wenn wir hier auch aufstehen und tagtäglich über eine Aktionseinheit alle linke Kräfte, Gewerkschaften, zivile Bevölkerung, verschiedene Bewegungen europaweit uns auf ein Minimumprogramm vereinen
Und unserer Ansicht nach, das Minimumprogramm wäre Kampf der Austeritätspolitik, dann haben wir wirklich gute Chancen, das Kräfteverhältnis in jedem einzelnen Land und europaweit zu ändern, zugunsten der linken Kräfte. Weil wenn wir dieses Verhältnis in jedem Land nicht ändern, dann können wir der griechischen Regierung auch nicht solidarisch sein. Weil nur über die Änderung der gesamten Verhältnisse in Europa kann die griechische Regierung Raum bekommen, Luft bekommen, um ihre Arbeit weiterzumachen und dann gegenseitig auch diese europaweite Bewegung zu unterstützen. Vielen Dank, Yorgos. Ich glaube, ich schließe einfach gleich an bei deinem Schlussplädoyer in diesem Einstieg, nämlich das Plädoyer für eine europaweite Bewegung gegen die Austerität, die dann ja tatsächlich nicht nur eine Angelegenheit Griechenlands ist, sondern eben auch eine Angelegenheit für die politische Linke in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern. Und genau deshalb habe ich ja auch zwei Vertreter sozusagen unterschiedlicher Teile der politischen Linken hier in Deutschland auf dem Podium. Ich würde zunächst an Hanna die Frage stellen, was sozusagen ja, im Kontext der Proteste von Blockupy gegen die EZB-Eröffnung hat Griechenland und gerade der Versuch, eine Verbindung herzustellen zwischen der EZB-Politik, den Protesten, die es auch schon und Mobilisierungen, die es auch schon in früheren Jahren dagegen gab, gegen die europäische Krisenpolitik und Griechenland, wurde ja sehr stark versucht von euch, diese Verbindung herzustellen. Ich hatte in einem Interview von dir dazu gefunden, dass du sagtest dort, die EZB hat eine Waffe in der Hand und zielt auf Griechenland, also sozusagen auch nochmal die Rolle klar zu machen, die EZB als Teil der Troika dort spielt. Jetzt ist das so ungefähr 6 Wochen her, Blockupy. Welches Fazit würdest denn du daraus ziehen, aus den Mobilisierungen und auch aus diesem Versuch, das gemeinsam zu thematisieren? Und wo siehst du eigentlich auch Möglichkeiten praktischer Solidarität, jetzt vielleicht auch die nächsten Schritte zu gehen? Also was wären eigentlich die Aufgaben, was plant ihr vielleicht auch bereits? Und wo siehst du aber auch die Notwendigkeit, mehr Bündnispartner, andere Akteure noch einzubinden? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und sozusagen für die Fragen. Ich würde vielleicht sozusagen mit dem Punkt erstmal und da vielleicht an dich anknüpfen, sagen, den Punkt, den ich besonders wichtig finde oder den Punkt, mit dem vielleicht auch Blockupy gestartet hat, zu sagen, es geht hier nicht um eine Frage von Rettung Griechenland, es geht nicht um eine Frage von Griechenland und Deutschland, sondern es geht um eine Frage, können wir eine europäische Bewegung werden, die letztendlich sowas wie eine Klassenfrage wieder stellt, die eine Verteilungsfrage stellt und die sich traut, die Frage zu stellen, wie wollen wir in Europa eigentlich leben und wie können wir dieses Projekt Europa gemeinsam bilden. Blockupy hat letztendlich ja sozusagen auch schon vor dem Erfolg von Syriza angefangen zu arbeiten, jetzt mittlerweile seit 4 Jahren und ist genau mit diesem Ziel gestartet zu sagen, wir müssen Widerstand sichtbar machen und wir müssen diesen Widerstand europäisch sichtbar machen. Was uns am 18. März, so würden wir das einschätzen oder so würde ich das auch einschätzen, was wir geschafft haben, ist zu sagen, es gibt in Deutschland eine andere Erzählung zu Griechenland und es gibt in Deutschland Widerstand. Dieser Widerstand ist sehr vielfältig gewesen und dieser Widerstand hat es sozusagen geschafft, auch hier in Deutschland für einen kurzen Moment so einen Bruch zu erzeugen und zu sagen, das hegemoniale Bild, was uns Merkel und Schäuble hier verkaufen, und die diskutieren Grexit ja oder nein oder müssen wir jetzt Griechenland helfen oder nicht, hat einen Bruch erlitten. Und das ist sozusagen was Bewegungen und politische Projekte in dem Moment schaffen, wo sie gemeinsam auf die Straße gehen und wo sie diesen Punkt auch von unten machen und nicht von oben machen. Und ich denke, das ist uns am 18. März gelungen. Der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich sozusagen das Projekt europäisch denken bedeutet auch, dass wir das europäisch zusammen bearbeiten müssen. Und was wir in den letzten Jahren, und ich würde sagen, da besteht unser Haupterfolg auch als Blockupy-Bündnis drin, geschafft haben, ist letztendlich aus so einer Konkurrenzlogik und so einem Wettbewerbsdruck rauszugehen und zu sagen, wir arbeiten gemeinsam europäisch, wir analysieren gemeinsam europäisch und dann gehen wir gemeinsam auf die Straße. Und es ist ja total klar, dass sozusagen wir in den unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Problemanalysen haben
und es immer diese Debatten gibt über wer ist eigentlich Krisengewinner oder Krisenverlierer. Aber genau das ist die Frage, die wir so nicht stellen dürfen, sondern wir müssen gucken, was ist eigentlich das, was uns in Europa gemeinsam mit verbindet, wie sind unsere Analysen und wie können wir uns auch gemeinsam wehren und etwas Neues dagegen stellen. Und ich glaube, das ist so der Erfolg, wo ich sagen würde, an diesem Punkt sind wir jetzt und an diesem Punkt können wir auch weiterarbeiten. Wenn wir jetzt sozusagen direkt anschließend an diese Veranstaltung hier am Wochenende in unser nächstes aktiven Treffen starten, weil wir gesagt haben, der 18. März war ein politischer Tag des Widerstands, jetzt müssen wir weitermachen. Sozusagen, wir haben ja jetzt gerade auch gesehen, diese Räume, die sich eröffnet haben, an der Stelle müssen wir jetzt weiterarbeiten. Ich glaube, wir sind an genau diesem guten Punkt, da auch international genau die nächsten Schritte gemeinsam zu machen und auch neue Schritte zu gehen, denn die Europäische Zentralbank ist ein Akteur. Es gibt da noch viele weitere Akteure. Genau, ich würde vielleicht noch gerne so ein bisschen auf drei Punkte eingehen, besonders vielleicht auch sozusagen aus Bewegungsperspektive, was ich glaube, was sozusagen eine Partei auch leisten kann, aber eben nicht nur leisten kann. Und das ist sozusagen dieser erste Punkt, was wir hier in Deutschland angreifen müssen, ist die Frage, wie können wir eigentlich eine andere Erzählung von dem machen, was in Griechenland gerade passiert. Denn wie ich das schon gesagt habe, es geht nicht um eine Frage, retten wir Griechenland, und es geht damit auch nicht um eine reine Frage der Solidarität, sondern es geht darum, dass das, was in Griechenland passiert ist, in ganz Europa eigentlich passieren muss. Das heißt, überall muss dieser Politikwechsel möglich werden, und das, was uns die griechische Regierung vorlebt, ist das, was auch gut für uns hier wäre. Also sozusagen auf die Straße zu gehen, Forderungen zu stellen und ein ganz klar linkes Europa einzufordern und auch einen linken Politikwechsel hier einzufordern. Das heißt, die Frage, die wir stellen müssen, ist sozusagen auch hier direkt vor Ort, wie können wir uns hier organisieren, wie können wir hier unsere Abwehrkämpfe gemeinsam miteinander in Verbindung bringen und wie können wir uns hier letztendlich einen linken europäischen Begriff aneignen. Dieses eigene Narrativ, was ich meine, diesen positiven Bezug, den wir auf Europa haben müssen, glaube ich, ist insbesondere auch im Norden Europas tatsächlich wichtig. Wir haben, glaube ich, was wir in den letzten Monaten und Jahren auch in Deutschland wieder gesehen haben, ist, dass es gleichzeitig so einen reaktionären Aufbruch gibt. Es gibt sozusagen Bewegungen, die von rechts kommen. Es gibt Bewegungen, die nationale Frage sozusagen wieder stellen, die sich sozusagen eher abgrenzen, die auch die Griechenland-Solidarität eben verneinen, besonders aus dem Punkt, sagen wir müssen erstmal uns hier mit so einer Standortlogik beschäftigen, wir müssen auf uns aufpassen, wir haben sozusagen hier eine Unsicherheit, und ich glaube, die Aufgabe gerade von linken Bewegungen und an der Stelle auch von linken Parteien ist, das aufzugreifen, aber eben genau nicht national zu beantworten, sondern zu sagen, nur wenn wir gemeinsam europäisch das lösen, wenn wir sozusagen uns trauen, diese Frage so rumzudrehen, dann sind wir damit sozusagen auch die antifaschistische Gegeninitiative gegen das, was wir an rechter Mobilisierung im Moment erleben. Ja, vielleicht sozusagen erstmal so weit womit wir angefangen haben und wo wir weitermachen werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jetzt an Bernd die Frage. Wir waren ja spannenderweise gleichzeitig in Griechenland kurz vor der Wahl, wo es auch Gespräche mit Politikerinnen von Syriza im Vorfeld der Wahlen gab. Du hast, ich habe das gerade noch mal online gesehen, dann nach der Wahl als Alexis Tsipras zum Wahlsieg gratuliert und beglückwünscht und die Solidarität der Linken im Prinzip angeboten und erklärt. Wie zeigt sich denn diese Solidarität praktisch für die Partei Die Linke? Was ist da bisher geschehen und was muss eigentlich auch noch geschehen? Das war ja jetzt auch so ein bisschen Hannas Beitrag, als was wäre der Beitrag der Bewegung, was sind aber auch Erwartungen an die Linke oder an linke Parteien auch in Europa? Ich hatte gesehen, im Februar waren die Abstimmungen im Bundestag zur Verlängerung des Rettungspaketes, wo die Linke erstmals mehrheitlich dafür gestimmt hat. Es gibt eine ganze Reihe von Abgeordneten, Akteuren aus der Linkspartei. Ich sehe da ganz hinten Axel Trost, der zum Beispiel in seinen Newslettern immer regelmäßig sich zu Wort meldet zu Griechenland, aber auch andere. Was gibt es dann an Möglichkeiten auch für eine Partei, zum Beispiel seien es parlamentarische Initiativen verschiedener Art oder so, da auch nochmal einen bestimmten Beitrag zu leisten für, wie Hanna das sagte, und auch Jorgos sozusagen, eine europäische Bewegung gegen die Austerität.
Naja, ob die Zustimmung im Bundestag die richtige Solidarität ist, sind wir, glaube ich, noch nicht am Ende der Diskussion angekommen, wie man jetzt ja auch ein bisschen sieht. Ich möchte erst vielleicht noch grundsätzlich sagen, wo wir da stehen. Ich glaube, was momentan in Griechenland passiert, ist tatsächlich ein historischer Prozess. Also zum ersten Mal ist in Europa gelungen, dass eine Regierung links von der Sozialdemokratie gebildet wird. Und ich glaube, da muss man den Genossinnen und Genossen erstmal richtig gratulieren. Es ist leider ein bisschen anders wie in Lateinamerika, wo ich jetzt war, dass dort ein ganzer Kontinent gegen den Neoliberalismus wirkt, oder fast ein ganzer, ist leider nur ein Land, das 2% Bruttosozialprodukt in der EU hat. Und das Drama ist ein Stück weit, dass wir nirgends in keinem anderen Land gerade in der Lage sind, einfach die Hegemonie mit zu übernehmen. Und deshalb steht Griechenland in vielem sehr alleine da. Und das muss uns auch ein bisschen nachdenklich natürlich machen. Was gerade, bitte? Naja, Podemos hat natürlich jetzt 14% gekriegt in Andalusien. Ich glaube, dass wir in Deutschland, ich würde mal sagen, im Herzen der Bestie, jetzt warten, bis die anderen was machen, halte ich für den falschen Ansatz. Sondern wir sollten sollten ein bisschen drüber nachdenken, was wir hier machen können. Das scheint mir wichtiger zu sein. Und da geht es erstmal darum, dass wir die Verhältnisse klar rücken müssen, dass wir dazu beitragen, dass hier die Wahrheit vertreten wird. Es ist ja die Stunde der Heuchler. Also anders kann man es nicht sagen. Auf einmal fordert die EU, die Griechen sollen doch endlich ihre reichen Räder besteuern. Es wird aber verschwiegen, dass dort die konservativen Regierungen in die Verfassung reingebracht haben, dass die Räder nicht besteuert werden dürfen. Und dass insbesondere die EU sehr darauf gedrängt hat, dass die Räder nicht besteuert werden, ja, und das konservative Regierungen gemacht haben. Jetzt wird auf einmal gesagt, Syriza soll das alles in 100 Tagen gerade biegen, was jahrzehntelang konservative und sozialdemokratische Regierungen mit Unterstützung der EU verbockt haben. Sie haben im Übrigen keinen einzigen Kredit unter der Bedingung gegeben, dass endlich Reiche und Vermögende besteuert werden. Da waren die Linke die Einzige, die das gefordert haben. Ja, sondern ihre einzigen Bedingungen waren immer, Löhne zu kürzen, Rente zu kürzen, die Sozialsysteme zu zerschlagen und das öffentliche Eigentum zu verramschen. Das wird alles vergessen. Ich hatte gedacht, wir sind ein bisschen weiter, dass eigentlich im Volksbewusstsein fest verankert sein müsste, dass die vielen Milliarden ja gar nie an die Griechen gegangen sind. Sondern dass man ja nachweisen kann, dass 90% und mehr an die Banken gegangen sind, zur Rettung der Banken. Ich hatte unterschätzt, dass offensichtlich dieses Wissen schon wieder verloren gegangen ist und die Mehrheit der Bevölkerung inzwischen wirklich glaubt, wir müssen immer mehr Geld für die Griechen aufbringen. Also es gehört zur Wahrheit, noch niemals hat Deutschland Geld für die Griechen aufgebracht, sondern immer für die Rettung der Banken. Und zwar insbesondere für die Rettung der eigenen Banken. Das muss man ja dazu sagen. Und jetzt wird so getan, wie wenn jetzt quasi die Bevölkerung neue Gelder bezahlen müsste, weil die Griechen nicht verantwortlich damit umgehen würden. Dritter Punkt nur noch als Beispiel. Heute kommt, Griechenland hat ein zu erwartendes Wachstum gehabt von 2,5%, aber Syriza hat es alles wieder zerschlagen und deswegen haben sie nur 0,5% Wachstum. Sie unterschlagen, dass bereits im letzten Quartal die griechische Wirtschaft weiter geschrumpft ist, und zwar um 0,4%, und zwar unter einer konservativen Regierung. Und es im Übrigen lächerlich ist zu sagen, wir haben irgendwelche Annahmen und die verbockte Syriza. Die Tatsache ist, die Schulden sind unter den Konservativen weiter gestiegen und die Wirtschaft ist geschrumpft. Und im Übrigen in den letzten 5 Jahren um 25%. Also das muss man sich einfach mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, dass diese neoliberale Politik absolut gescheitert ist und jetzt Schäuble und Merkel und andere versuchen, diese Geschichte des Scheiterns
umzudeuten, dass die eigentlich jetzt in den Erfolg gemündet hätte, wenn nicht in Griechenland eine Linksregierung rangekommen wäre, die jetzt alles zerschlägt, was quasi die EU mühsam aufgebaut hat. Das ist die Geschichte, die gerade in Deutschland erzählt wird. Und in der Tat müssen wir dort eine andere Geschichte erzählen. Was man uns ein bisschen vorwerfen kann, was ich auch unterschätzt habe, dass es uns nicht richtig gelungen ist, das Schicksal quasi der griechischen Bevölkerung und unserer Bevölkerung zusammenzubringen. Sondern in der Tat haben wir ja immer gesagt, hier wird der Versuch gemacht, die Bevölkerungen in Europa gegeneinander auszuspielen. Und in Wirklichkeit ist doch ein Konflikt zwischen unten und oben. Und was man uns vorwerfen muss, wir haben es nicht geschafft, es tatsächlich zu einem Konflikt zwischen unten und oben zu machen. Sondern die Kampagne der Bild-Zeitung, der Regierung und anderer hat durchaus große Wirkung erzielt, wenn man diese Umfragen ein bisschen ernst nimmt. Sie haben tatsächlich geschafft, es zu einem Konflikt zwischen den Bevölkerungen zu machen. Ja? Und da müssen wir wieder davon wegkommen, durch zwei Schritte. Wir müssen erstens sagen, es ist ein Konflikt zwischen oben und unten und nicht zwischen unseren Bevölkerungen. Und auch die deutsche Bevölkerung leidet unter dieser Austeritätspolitik. Es wird da immer so getan, wie wenn es uns allen hier gut ginge und hier quasi diese Politik ja Erfolg hätte. Und wir ja froh sein müssen, dass es uns nicht geht wie den Griechen und den Spaniern. Und dann wird eben verschwiegen, dass bei uns die Armut auch zugenommen hat, dass bei uns die soziale Polarisierung zugenommen hat und dass 25% unter prekären Verhältnissen arbeiten müssen und von ihrer Arbeit eigentlich nicht vernünftig leben können, in ständiger Unsicherheit arbeiten und leben. Und wir hätten deutlich mehr Möglichkeiten, wenn die Löhne höher wären und wenn mehr Geld in die Sozialsysteme investiert werden würde und in die öffentliche Daseinsvorsorge. Und das würde im Übrigen Griechenland auch helfen, weil eine Ursache der ganzen Probleme in Europa sind unsere extremen Exportüberschüsse, die die Verschuldung der anderen Länder vorantreiben, aber gleichzeitig die Lebensverhältnisse hier nicht verbessern, sondern eben verschlechtern. Ja? Und diesen Zusammenhang müssen wir deutlicher machen. Und was wir jetzt erleben, ist eigentlich völlig klar. Ich möchte ehrlich gesagt nicht in der Haut der griechischen Linksregierung stecken. Die müssen irre was hinkriegen. Und zwar ist da völlig klar, die EZB, also die Griechen haben nicht das Problem jetzt gerade, dass sie die Schulden nicht zurückzahlen können, aber sie haben ein Liquiditätsproblem, dass die EZB ihnen quasi jederzeit den Hals abschnüren kann. Wenn sie keine Notkredite quasi mehr gibt, dann würde sofort das Bankensystem in Griechenland zusammenbrechen und Syriza würde vor großen, großen Problemen stehen. Ich glaube nicht, dass sie das völlig riskieren. Überwiegend besteht durchaus das Interesse, Griechenland nicht aus dem Euro rauszuwerfen. Man kann es aber nicht mehr genau sagen. Also die Zeichen sind nicht mehr so ganz eindeutig. Aber was auf alle Fälle gemacht wird, man versucht Syriza die Luft zum Atmen zu nehmen. Eine Linksregierung in Europa darf nicht aus der Austeritätsfalle ausbrechen und dann noch Erfolg haben. Das wäre das Schlimmste, was quasi dieser neoliberalen Hegemonie in der EU passieren könnte. Und deswegen sind sie auch so hart. Ich hatte das ehrlich gesagt etwas unterschätzt. In der Euphorie nach dem Wahlsieg hatte man irgendwo das Gefühl, ja, in der EU existieren schon starke Risse. Du kannst ja auch nicht nachvollziehen, Italien hat riesen wirtschaftliche Probleme und leidet unter der Austeritätspolitik. Frankreich wird bedroht quasi durch eine rechtspopulistische Partei und leidet unter der Exportübermacht der deutschen Wirtschaft. Fast alle Länder leiden darunter und man hätte eigentlich annehmen können, dass hier Risse sind, die sich gegen diese neoliberale Politik wenden und dass diese Risse jetzt durch den Wahlsieg von Syriza größer werden. Und es hat auch ein bisschen danach ausgesehen am Anfang, dass in Italien, in Frankreich andere Debatten stattfinden als hier in Deutschland. Aber sie haben offensichtlich geschafft, sich wieder zusammenzurotten und quasi zu sagen, nee, diese irre Politik
wird mit aller Gewalt durchgezogen, egal was passiert. Eine besonders traurige Rolle, anders kann man es nicht sagen, spielt die Sozialdemokratie dabei. Also man sollte ja eigentlich denken, dass sie gelernt haben in Griechenland von einer Partei, die über 50% hat, auf 4% zu schrumpfen. In Frankreich von einer Partei mit 30-35% auf unter 20% zu schrumpfen und von den Rechten überholt zu werden. Ja, in ganz Europa, außer in den nordischen Ländern, hat die Sozialdemokratie eine Dauerkrise. Und man kann von Volksparteien nicht mehr sprechen, weil sie voll in diesem neoliberalen Geflecht gefangen ist. Aber sie bricht nicht aus, sondern wie die Lemminge riskieren sie den Untergang ihrer eigenen Parteien. Ja? Also das ist eigentlich erstaunlich, genauso in Deutschland. Ich hätte ein bisschen gedacht, dass die Sozialdemokratie doch mal wieder über Wirtschaftswachstum, über Arbeitsplätze, über Sozialsysteme diskutiert und nicht über Sparpolitik, über Sozialabbau und über Bankenrettung. Aber man täuscht sich leider. Sie haben die Chance nicht ergriffen. Es muss offensichtlich die Linke alleine machen oder den Druck so stark ausüben, dass tatsächlich eine Änderung passiert. Und wir haben ein bisschen das Dilemma hier mit den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften müssten großes Interesse haben, dass das griechische Projekt nicht schief geht. Weil wenn das griechische Linksprojekt schief geht, hat es auch dramatische Auswirkungen, nicht nur für die Linkskräfte in Europa, es hat auch Auswirkungen auf die Gewerkschaften. Man muss sich nur vorstellen, in Griechenland, skandalös, wurde das Recht auf Tarifautonomie quasi zerstört von der EU. Wir diskutieren ja gerade auch ein bisschen wegen ein paar Lokführern über die Einschränkung des Streikrechts, ja, wie schnell sowas gehen kann. Wir hatten einen sehr, sehr guten Aufruf von 7 Gewerkschaftsvorsitzenden, muss man sagen, nicht allen, die gesagt haben, Syriza ist eine Chance, die Politik in ganz Europa zu ändern. Der Aufruf ist gemessen an der deutschen Gewerkschaftsbewegung sehr fortschrittlich. Es hat sich aber keine praktische Konsequenz daraus ergeben. Also ich weiß von meiner eigenen Gewerkschaft Verdi, mit der ich sehr verbunden bin, kein einziges Flugblatt in die Betriebe, das aufklärt über die wirklichen Zusammenhänge und das diesen Aufruf der Gewerkschaftsvorsitzenden bekannt macht. Das drückt ein bisschen auf, ein Aufruf ist schnell geschrieben, aber dann das in praktische Politik umzusetzen, ist eine ganz andere Seite. Wir haben ja selber gerade richtige Kämpfe. Man müsste eigentlich zu den Streiklokalen mit griechischen Kolleginnen und Kollegen von Verdi jetzt gehen und berichten über Griechenland. Ich glaube, man hat die Gelegenheit, wenn der Streik länger geht, und gucken, dass man die Kolleginnen gewinnt und sie aufklärt über die wirklichen Zusammenhänge. Und deswegen, langer Rede, kurzer Sinn, glaube ich, müssen wir 3 Sachen machen. Wir müssen aufklären, wirklich eine Gegenöffentlichkeit schaffen über das, was passiert. Wir müssen diese Griechenland-Frage zu einer Frage der Politik in Europa machen. Dass wir sagen, es leiden nicht nur die Griechinnen und Griechen, es leiden auch Leute hier und es leiden Leute in ganz Europa. Und wenn wir so weitermachen, dann wird die soziale Polarisierung so groß und unter Umständen das Fundament für die rechten und rechtspopulistischen Kräfte so groß, dass sie das ganze Europaprojekt gefährden. Und zwar genau die Leute, die immer sagen, wir sind für Europa. Die untergraben quasi die eigene Basis dafür. Und drittens müssen wir natürlich damit beginnen, eigene Solidarität zu organisieren. Ich glaube, da machen wir schon einiges. Ich sehe gerade nicht, lass mich aber gern eines Besseren belehren, dass wir da aus dem Stand einfach solche größere Massendemonstrationen oder Ähnliches hinkriegen. Blockupy fand ich super, aber 20.000 Leute sind natürlich auch keine Massenbewegung erstmal, sondern die fühlen sich hier schon unangreifbar und fest im Sattel. Aber es zeigt sich ja auch, jetzt allein bei den Erzieherinnenstreik, da waren 70.000, 80.000 Leute auf der Straße und wir werden sehen, da wird noch einiges passieren die nächsten Wochen. Die Postzusteller, Briefzustellerinnen bei der Post wehren sich. Also es passiert auch was im Land. Ich glaube, da kann man ein bisschen Verbindungen herstellen. Ich würde, der Harald Wolf hat im Sozialismus einen Vorschlag gemacht, ob man nicht sowas wie den Krefelder
Appell oder den Erfurter Appell hinkriegt, also quasi einen breiten Appell oder Aufruf in ganz Europa, den Millionen von Leuten unterschreiben, quasi Schluss mit dieser Austeritätspolitik und Solidarität mit Griechenland. Ich glaube, sowas könnten wir hinkriegen, auch als Linke, dass wir mal anfangen, eine Basis dafür zu schaffen, bei den Leuten, wo sie sich äußern können und wo, sagen wir mal, Gegengewicht sich formiert, als Ausgangspunkt, um dann auch größere Demonstrationen und Solidaritätsaktionen zu organisieren. Ich glaube weiterhin, dass man überall Sachen organisieren kann. Also es wird sicher ein ganz entscheidender Punkt sein im Juni, wie die Auseinandersetzung um die sogenannten Hilfspakete, es sind ja keine Hilfspakete, sondern Zerstörungspakete, ja, wie diese Auseinandersetzung weitergeht. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, im Mai und im Juni, und wenn es auch kleine lokale Aktionen sind, dort Solidaritätsaktionen zu organisieren. Es ist ja so, dass wir hier im Zentrum der Austeritätspolitik sind. Die härteste Position zu Griechenland nimmt Schäuble ein. Was Merkel genau denkt, wissen wir wie immer nicht. Wir dürfen aber nicht unterschätzen, dass auch Merkel einen Plan hat für Europa. Und dieser Plan ist, die Wettbewerbsorientierung von Europa über allem zu stellen. Das heißt, ihr Credo, ihr ideologisches Credo ist, die EU ist ein Wettbewerbsraum, der gegenüber anderen Wettbewerbsräumen in Asien oder USA konkurrenzfähig sein muss, und da opfern wir quasi auch ganze Länder oder ganze Regionen und deindustrialisieren, damit dieser Konkurrenzkampf erfolgreich erfolgt. Und deswegen darf man diese Vorstellung von Merkel, von einem Europa, nicht unterschätzen. Die ist da keine positive Kraft drin. Die formuliert es vielleicht nicht so hart wie Schäuble oder andere, aber im Prinzip ist das ihr Credo. Und wir müssen deutlich machen, dass wir ein Europa wollen, in dem die Menschen leben können und nicht das Kapital und nicht die Wettbewerbsfähigkeit über den sozialen Interessen der Menschen steht. Wenn wir das in Deutschland klar machen könnten und klar machen könnten, dass das auch im Interesse der eigenen Bevölkerung ist, dann hätten wir richtig viel gewonnen. Ich mache mir nichts vor, das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber wir sollten beharrlich dran arbeiten. Vielen Dank, Bernd. Ich würde, glaube ich, noch eine Frage an Jorgos stellen wollen und danach den Raum einfach öffnen für die Diskussion. Ich glaube, eine meiner Kolleginnen wird dann auch ein Mikro durch die Gegend tragen. Sie meldet sich da hinten schon. Das machen wir dann gleich. Eine Frage noch an Jorgos. Wir haben jetzt ja ganz schon auch sowohl von Hanna als auch von Bernd auch schon einiges zu den Herausforderungen für die deutsche und europäische Linke gehört. Auch so ein Stück weit auch eine Analyse, wo stehen wir jetzt eigentlich, wo sind vielleicht dann auch die Herausforderungen, wo gab es vielleicht auch kurz nach der Wahl ein bisschen zu viel Euphorie und ein bisschen zu wenig Erkenntnis dessen, wie ernst die Lage eigentlich auch ist oder sozusagen mit was für harten Bandagen der Kampf geführt wird. Heute im Neuen Deutschland schrieb Tom Strohschneider, dass die europäischen Verhandlungspartner oder sollte man eher sagen Verhandlungsgegner so eine Art Schlinge im Prinzip ausgelegt haben, die sich immer enger um den Hals von Griechenland zieht. Die Frage Liquidität ist ein großes Problem. Die nächsten Verhandlungen im Juni, die Bernd schon angesprochen hat, sind ja, das sagen alle schon, dass das alles sehr kompliziert werden wird. Das heißt, die Handlungsspielräume von Syriza, du hast es selber auch schon angesprochen, sind offensichtlich recht gering und werden von Tag zu Tag auch geringer aufgrund der Verhandlungslage oder sozusagen aufgrund des massiven Gegenwinds aus Europa. Und wo siehst du denn eigentlich tatsächlich nochmal Handlungsspielräume für linke Politik in Griechenland? Weil, sagen wir, die Hoffnung der europäischen Gegner
Oder der Befürworter der Austeritätspolitik ist doch entweder Syriza sozusagen so gegen die Wand zu fahren, dass niemand mehr links wählen will in Griechenland, oder sagen wir zumindest eine andere denkbare Alternative wäre sowas wie die schleichende Sozialdemokratisierung der Parteien, der man möglicherweise irgendwann sozusagen so ein bisschen Geld mal gibt und dann sagt, ihr müsst hier mal dieses und jenes umsetzen, aber so ein bisschen Geld geben wir euch, damit es noch weitergeht. Siehst du diese Gefahr auch? Und du hast ja selber vorhin von so roten Haltelinien auch gesprochen, in der Steuerpolitik, in Bezug auf Privatisierung und Kürzung. Denkst du, da, also sozusagen, wo sind da eigentlich die Möglichkeiten für Syriza, das durchzuhalten? Oder wird es nicht irgendwann an den Punkt kommen, dass ihr, dass die Partei einknicken muss? Nein, einknicken werden wir nicht. Und wir werden nicht einknicken, weil wir die Unterstützung der griechischen Bevölkerung haben. Ich habe das vorher auch betont, unsere rote Linien sind auch rote Linien der Bevölkerung. Das heißt, es geht nicht um uns. Wenn wir einknicken würden, klar, dann haben wir die Bevölkerung gegen uns und da natürlich haben wir natürlich große Probleme. Deswegen, die Eliten hier ziehen ja diese Schlinge tagtäglich fester um unseren Hals. Wir haben aber bis jetzt eindeutig gezeigt, dass wir linke Politik betreiben. All das, was bis jetzt im Parlament beschlossen wurde, ist eine echte Klassenpolitik gewesen. Es ist eine Politik, die zugunsten der Leute von unten kommt. Eindeutig. Nicht nur das Gesetz zur Bekämpfung der humanitären Krise, sondern alle Maßnahmen, die bis jetzt von der Regierung erbracht wurden, sind es in diese Richtung. Es mag sein, aber, und das möchte ich hier schon sagen, dass die griechische Regierung es nicht unbedingt als seine linke Politik es empfindet, weil ich habe das vorher auch gesagt, das Land befindet sich in einer besonderen Situation, weil wir sprechen jetzt in Friedenszeiten von Essenscoupons. In Friedenszeiten von Essenscoupons in einem europäischen Land. Okay, Spielraum. Wir haben gar keinen Spielraum. Absolut keinen. Wir führen einen harten Krieg. Und diesen Krieg haben wir bis jetzt bestanden. Aufgrund eben der Stärke, betone ich es nochmal, der Entscheidung der Griechinnen und Griechen am 25. Januar. Wie lange es dauern wird, kann auch keiner sagen. Deswegen haben wir mit einer großen Kampagne begonnen, seit ein paar Wochen in Griechenland, wo wir versuchen, erstens einmal wieder die Partei zu stärken, weil die Partei hat sehr viel daran gelitten, gleich nach den Wahlen. Sehr viele Leute sind zur Regierung übergegangen. Und wir haben jetzt auch eine zusätzliche Problematik wieder zu definieren und zu lösen, wurde hier jetzt auch schon angesprochen. Beziehung Partei-Bewegung. In Griechenland wurde jetzt noch ein bisschen komplizierter, weil ist die Regierung auch dazu gekommen. Jetzt müssen wir während dieser sehr kritischen Zeit auch über diese Konstellation diskutieren und neue Wege finden. Die erste Kampagne, die Syriza Partei, die Partei macht. Ich habe hier auch das Flyer zufälligerweise, ist sehr schön, finde ich. Lauter Geschichte. Das heißt, wir sind wieder präsent, schreiben wir. Wir machen mit, wir kontrollieren, wir unterstützen, wir fordern. Das heißt, wir versuchen wieder die griechische Bevölkerung zu mobilisieren, weil wir haben auch gesehen, wir haben auch festgestellt, einerseits durch die Krise und durch die andauernde Krise, 5, 6 Jahre lang, sind Teile der Bevölkerung, auch Teile der Bewegung, etwas müde, offen gesagt, ständig auf der Straße zu sein, ohne Geld zu haben, ohne Geld für die Straßenbahn und für Ticket für Autobus, um nach Hause zurück zu fahren. Zweitens, wir haben auch festgestellt, dass ein bisschen eine Mentalität aufkommt, also delegieren. Okay, jetzt Syriza ist an der Regierung, er wird alles für uns schon machen.
die Partei ist nicht diese Auffassung. Wir versuchen wieder auf alle Ebenen die Bewegung zu beleben, wieder die Leute rauszubekommen, wieder offene Diskussionen auf den Hauptplätzen zu organisieren, wie es schon 2010, 11, 12 der Fall war, wodurch auch eigentlich diese starke Bewegung entstanden ist, die auch sehr dazu beigetragen hat, zu unserem Wahlerfolg. Das ist eine parallele Aufgabe mit eben dieser harten Auseinandersetzung bei den Verhandlungen. Aber sehr oft haben wir das Gefühl, habe ich auch persönlich, dass wir wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen. Es besteht aber trotzdem keine Gefahr, dass wir uns sozusagen sozialdemokratisiert werden. In Griechenland sagen wir es anders, weil wir haben die PASOK, also war die, Bernd hat gesagt, 50% hat sie gehabt, jetzt hat sie knappe 5. Also, dass wir sozusagen uns PASOKOZIFIZIEREN, wenn ich das richtig gesagt habe. Die Gefahr besteht aus dem Grund nicht, weil die Auseinandersetzung jetzt in Griechenland wirklich sehr extrem ist, sehr hart ist. Okay, aber wir dürfen den Rahmen nicht verlieren. Was ist das jetzt für eine Maßnahme, wenn wir wieder die Arbeitsrechte sozusagen herstellen? Ist das eine linksradikale Maßnahme? Ist eigentlich hier könnte auch eine gutbürgerliche Forderung sein. Also deswegen sage ich, Griechenland ist ein besonderes Land. Man muss es in diesem besonderen Rahmen sehen und betrachten. Ja, weil auch immer auch die klassischen Fragen angemessen an der gegebenen Zeit sozusagen ist. Deswegen sind wir uns ja hier alle einig, dass die zeitgenössische Klassenfrage eigentlich die Auseinandersetzung mit der Austeritätspolitik ist. Die große Frage ist aber, wie schaffen wir es bei den Verhandlungen? Wie schaffen wir in diesem wirklich sehr ungünstigen Kräfteverhältnis, Eurogruppe 18:1, alle Massenmedien, deutschlandweit, europaweit, weltweit, griechenlandweit, gegen dieses Vorhaben. Eben damit nicht die Hoffnung aufgeht, eben damit kein gutes Beispiel in Europa auftaucht, die diese neoliberale Doktrin, die diese neoliberale Politik ganz einfach in Frage stellt. Wie schaffen wir das? Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen weiterkämpfen. Wir müssen weiter versuchen, unsere Beziehung zur griechischen Bevölkerung stärken und eben aus der griechischen Bevölkerung Stärke bekommen. Und wir müssen weiterhin die Diskussion über die Ausweitung der Solidaritätsbewegung hier und europaweit. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Von Schritt zurück ist sowieso nicht die Rede, weil wenn wir einen Schritt zurück machen, dann fallen wir um und mit uns fällt auch die gesamte europäische Linke um. Ja, vielen Dank. Jetzt wäre der Raum für Fragen, für Kommentare, vielleicht auch für Ideen. Sie sitzen die ganze Zeit ja hier am Tisch und überlegen auch, was sind die Herausforderungen, wo muss es jetzt auch einen Schritt weitergehen und was wären da Möglichkeiten. Insofern, wer Ideen hat, dazu beizutragen, willkommen. Vielleicht die Dame hier vorne gleich? Ja, genau. Also, wir sammeln das. Geht das Mikro? Mhm. Ja. Ich versuche mich zu bremsen. Ich würde so gerne so viel sagen. Und das ist so ein Thema, was mich so bewegt. Zwei Fragen. Das eine, wie steht das griechische Militär im Moment zur Regierung? Ich kann mich noch gut erinnern, dass die Zeit des Militärputsch in Griechenland, habe das noch selber erlebt, ganz schlimm war. Und ich vergleiche so für mich oft mit Chile. Da war ja auch das Land ziemlich allein in Amerika. Und es ist schon erschreckend, da war es die USA, die den Hals zugedreht hat. Und hier spielt plötzlich die tolle Europäische Union dieselbe Rolle, finde ich. Das ist das Erste, Militär. Und was ist da zu befürchten, zu erwarten? Die zweite Sache, diese Reparationen.
Ich habe in den letzten Tagen nichts mehr davon gehört. Ich finde das sowas von berechtigt und finde, ja, Ideen. Ich hätte zwei Ideen dazu. Das eine, da kann man doch vielleicht dem Schäuble ein bisschen auf die Füße treten, weil es deutsche Geschichte angeht, deutsche Verpflichtungen. Und weil ja auch frühere griechische Regierungen da schon mal was versucht haben, das kann man also nicht unbedingt nur böse Syriza, die anderen die Guten. Da würde ich vielleicht versuchen, die Deutschen ein bisschen in den Schwitzkasten zu nehmen. Und die zweite Sache als Vorschlag, Referendum. Kann man nicht die griechische Bevölkerung wegen dieser Reparationen zu einem Referendum aufrufen? Ich habe in einer Gaststätte vor kurzem einen Kellner, in einer griechischen Gaststätte den Kellner gefragt, Syriza, da habe ich so ein blödes Gesicht gekriegt, ja, so nach dem Motto, was ich mir denn erlaube zu fragen. Also man hat gemerkt, der ist nicht dafür. Ne? Aber da dachte ich, so einer wird doch wenigstens für diese Reparationen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass man da Leute kriegt und Stimmen kriegt und Druck machen kann. Punkt, das war's. Dankeschön. Wir sammeln ein paar Meldungen. Ja. Vielleicht, ich überlege, ich sag, okay, vielleicht der Herr dort in der Mitte und dann da hinten, genau. Helmut Weißbach. Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich sagen, dass ich mit dem meisten, was bisher gesagt wurde, vollauf übereinstimme. Ich habe aber doch zwei Fragen, die mich schon längere Zeit bewegen. Die erste Frage ist, zu den roten Linien der Regierung gehört keine Privatisierung. Gilt das auch für China? Zweite Frage, warum hört man in der ganzen Debatte kein Wort über Kürzungen der griechischen Militärausgaben, die nach allgemeiner Kenntnis extrem hoch sind für das Land? Vielen Dank. Hinten bei der weißen Lampe. Ja, das mit der Rüstung würde ich auch sofort empfehlen, dass man Griechenland die U-Boote Deutschland zurückschickt, weil die haben wirklich nichts zu suchen da. Ja, aber ich wollte. Wie bekommen wir das Geld zurück? Ja, eben. Ja. Verrechnen. Ich wollte fragen, ob es nicht wirklich sinnvoll wäre, dass Griechenland den Euro verlässt. Es gäbe auch andere Mittel und Wege mit anderen Ländern, zum Beispiel Russland und China, Handel zu treiben, auch auf der Grundlage von Austausch von Gütern, nicht ohne Geld. Eine Meldung noch, genau. Hallo, ja, vielen Dank erstmal für die sehr informativen Vorträge. Eine ganz kurze Frage zu der Medienlandschaft in Griechenland, weil Deutschland ist es ja wirklich sehr einseitig, wie die ganze Geschichte dargestellt wird. Und da die Frage, hat Syriza überhaupt die Macht, einfach das, was sie wirklich macht, auch massenhaft an den Mann quasi zu bringen. Ja, danke. Vielen Dank. Wir machen jetzt erstmal eine erste Runde. Willst du anfangen, Jorgis? Und dann, ihr könnt gerne auch einsteigen. Es gibt manche Fragen, die sind ganz einfach, manche sind ganz schwer. Aber ich gehe sehr schnell der Reihe nach, weil es gibt sicher viel mehr Fragen, wie ich sehe, sehr viel mehr Hände. Massenmedien, es ist wirklich ein sehr großes Problem in Griechenland. Die Medienlandschaft in Griechenland ist privat, gibt es nur private Medien. Deswegen wurde auch der öffentliche Rundfunk überhaupt über Nacht gesperrt, aus zwei Gründen. Erstens einmal, das ganze Medienfeld sozusagen für die Private freizugeben und zweitens auch ein starkes Signal an die öffentlichen Bediensteten Griechenland zu geben, euch können wir auch jederzeit entlassen, wenn wir wollen. Seit über 25 Jahren haben wir in Griechenland Privatfernsehsender, die quasi keine Lizenz haben. Die arbeiten bis heute noch mit provisorischen Lizenzen. Die gehören hauptsächlich der große Baukonzerne Griechenlands, die
Geschäfte nur mit dem Staat machen. Deswegen gibt es wirklich eine sehr verflochtene Beziehung zwischen den Massenmedien in Griechenland und dem Staat und den Regierungen bis jetzt. Über 500 Millionen Euro schulden sie dem griechischen Staat. Und bei den Memorandums die einzige Ausnahme, das heißt die einzige Gelder, die nicht eingetrieben werden dürften, waren diese 500 Millionen. Wir haben gesagt, das klären wir. Das klären wir. Aus. Schluss. Deswegen sind sie jetzt noch mehr gegen uns. Die müssen jetzt erstens einmal ihre Schulden bezahlen. Sie müssen ab sofort ihre Gebühren, Sozialversicherungen und Steuer bezahlen. Und sie müssen auch reguläre Lizenzen bekommen. Das heißt, sie müssen die Frequenzen, die in unserem Programm als öffentliches Gut drinstehen, bezahlen. Diesen harten Kampf werden wir machen, weil ja, es ist wirklich unerträglich, was wir erleben. Und trotz alledem, die griechische Bevölkerung leistet noch ihren Widerstand. Die Militärausgaben haben wir schon gekürzt. Wurden schon still und leise gekürzt, wie vieles andere still und leise gemacht wurde, wie zum Beispiel die Gründung einer neuen Entwicklungsbank, weil wirklich ein großes Problem mit den Banken in Griechenland haben, die nicht nur das Liquiditätsproblem, überhaupt das Bankwesen in Griechenland ist am Rande und mit Besitzverhältnissen und so weiter gibt es da verschiedene Probleme. Gerade das aber ist auch Stoff der Verhandlung. Griechenland ist bis heute noch der drittgrößte Käufer Rüstungsgüter aus Deutschland. Glauben Sie, der Herr Schäuble bringt das nicht in den Verhandlungen rein? Weil die Verhandlung bei der Eurogruppe ist nicht nur 1:18, sondern jeder Finanzminister vertritt auch die eigene Interesse des Landes. Gerade letztes Jahr wurde ein großer Vertrag beschlossen, Panzermunitionen für unser Leopard-Panzer. Ich glaube, es ist eine Firma in Düsseldorf. Vergesse jetzt den Namen. Ja, genau. Und dieser Vertrag wurde über die Hilfspakete beglichen. Ja, ich sage es nochmal. Steht aber hier nicht in der Presse. Klar. Die linke Regierung Griechenlands, die Syriza-Regierung, die muss auch ihre Beziehungen zu den Nachbarstaaten so aufbauen, dass man überhaupt das Verteidigungsbudget herunterdrücken kann. Die Militärs aber in Griechenland, das heißt die Berufsoffiziere und so weiter, die leiden auch unter den Memoranden. Und siehe da, der griechische Gerichtshof hat für die griechische Militärs, aber auch für die Polizei, das heißt für alle Uninformierten, beschlossen, dass sie den Lohn bekommen sollen, der vor der Krise, den sie vor der Krise bekommen haben. Nur für diese Bevölkerungsgruppe. Das heißt, wir haben auch mit den alten Strukturen zu kämpfen und zu dieser alten Struktur gehört nicht unbedingt das Militär. Wir haben da keine Angst vor Militär. Wir haben aber große Schwierigkeiten mit unserem Justizwesen, die sehr verflochten sind mit den alten Regierungen, sehr verflochten sind mit der Kirche und so weiter. Wir haben auch Probleme mit dem Polizeiapparat, der sehr unterwandert ist von den Neo-Nazis in Griechenland, diese goldenen Morgenröte. Das heißt, wir haben keine Angst, dass das griechische Militär jetzt wieder putschen kann. Aber sollte es wirklich der Fall sein, ja, kannst du das in der europäischen Dimension einmal ausweiten? Wenn wir jetzt mitten in Europa, gerade in Berlin, jetzt einmal uns die Frage aufwerfen, dass es sich in Europa, in einem europäischen Land, das Mitglied der EU ist und der Eurozone vielleicht das Militär putschen kann, dann heißt das, dass Europa quasi nicht existiert. Das ist die eigentliche
Frage, die man stellen soll. Natürlich, wenn man das Kapital wieder mal liest, ja, das steht ja, wie steht ja da explizit, die Kapitalisten, die sind dafür bereit, auch sich selbst umzubringen, um mehr zu gewinnen. Wie steht es da? Also könnte auch möglich sein, aber es ist im Moment nicht unsere Angst. Die Reparationsfrage und die Zwangsanleihefrage, die ist ganz offiziell eröffnet worden vom griechischen Parlament. Wir führen aber die Diskussion so nicht, dass man denkt, als sozusagen als Gegensachzug zu der Schuldenfrage und so weiter. Die Reparationskosten ist eine völkerrechtlich legitime Forderung, die ist offen. In diesen Tagen, heute, gestern, morgen ist auch der Genosse Manolis Glesos hier, der sehr dafür plädiert, also auch Öffentlichkeitsarbeit macht. Aber wir müssen die Diskussion wirklich mit sehr großer Vorsicht führen, weil Genosse Bernd hat ganz richtig betont. Es wird versucht, von den Massenmedien die Auseinandersetzung so hinzustellen, als ob es zwischen Griechen und Deutschen geht. Nein, wir müssen die harte Auseinandersetzung so führen, dass es allen klar wird, dass zwischen Armen und Reichen ist, auf allen Bereichen. Und in dieser Frage muss man das auch so machen. Ja, Privatisierung. Wir sind jetzt der Meinung, Privatisierung bis jetzt war Ausverkauf. Es war keine echte Privatisierung. Es wurde ganz einfach nicht einmal ausverkauft. Wie hast du das? Verramscht, ja. Verscherbert, sagen die Wiener. Ganz einfach hergeschenkt. Für uns kommt das nicht in Frage. China ist in Griechenland über den Hafen von Piräus gekommen. Das heißt, China hat einen Teil von Hafen von Piräus gekauft, von der vorherigen Regierung. Dieses Verfahren ist bis jetzt gestoppt. Läuft nicht weiter. Wir versuchen auf diesem Bereich, auf dem Bereich der Ausnutzung des öffentlichen Vermögens, einen völlig anderen Plan auf dem Tisch zu legen. Und das schlagen wir auch bei den Verhandlungen vor. Ich betone es nochmal, Ausverkauf kommt bei uns nicht in Frage. Privatisierung kommt auch nicht in Frage. Wenn zum Beispiel die Chinesen möchten, dass wir zum Beispiel den Hafen von Piräus gemeinsam ausbauen und vielleicht auch gemeinsam betreiben, könnte man darüber diskutieren. Aber privatisieren ist für uns eine rote Linie. Ja, raus aus dem Euro ist keine Option für die Syriza-Regierung, war vorher auch nicht, wurde mit dem griechischen Volk auch nicht diskutiert. Insofern darf jetzt die Syriza-Regierung absolut nichts in dieser Richtung unternehmen. Ist auch keine einfache Sache. Mag eine sehr interessante interne Diskussion unter den Linken sein, aber das würde jetzt mehr Probleme und mehr Krise der griechischen Bevölkerung, zumindest kurzfristig, bedeuten. Aber siehe da, es ist wirklich interessant, wie diese Diskussion unter den Linken läuft. Gestern oder vorgestern, der Generalsekretär der KUKUE, der Kommunistischen Partei Griechenlands, hat gesagt, na, raus aus dem Euro wäre jetzt wirklich ein sehr großes Problem für die Griechen, weil jetzt Syriza bloß an der Regierung ist und die denken, vielleicht passiert doch der Unfall und unter Syriza-Regierung wird Griechenland aus dem Euroraum rausgeschmissen. Die sind ja für den Euro-Austritt, aber es darf nicht unter Syriza-Regierung passieren. Danke, Jorgos. Vielleicht auch noch mal ganz kurz, damit nicht nur Jorgos hier Auskunft erteilt, auch noch mal die ähnliche Frage an Bernd und wenn du auch magst an Hanna, sozusagen wie seht ihr denn diese immer wieder ins Spiel gebrachte Option Euro-Austritt? Ist das sozusagen nur ein Problem für Griechenland oder sozusagen stellt das nicht auch eher ein großes Problem für so eine europäische Mobilisierung da, wenn man sagt, man kann das Problem Griechenland auch einfach damit abschieben, dass dann irgendwie so ein Grexit stattfindet und dann brauchen wir uns nicht mehr über europäische Politik unterhalten. Ich würde ganz gern noch mal einen Satz zu den Reparationszahlungen machen, weil ja die Linke einen klaren Beschluss hat, dass wir die Zwangsanleihe und die Reparationsforderungen, also jetzt nicht über die Höhe haben wir nie diskutiert,
für berechtigt halten und wir ja auch entsprechende Anträge im Bundestag gestellt haben. Ich habe aber da trotzdem strategische Probleme. Ich hatte einen Auftritt im Morgenmagazin, wo ich eigentlich zu den Reparationszahlungen wenig gesagt habe, aber die Zwangsanleihe gut begründet habe, das kann man auch. Ich habe ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass ich nur Hasszuschriften gekriegt habe. Also es war wirklich keine einzige positive Zuschrift aus der Bevölkerung. Und man muss wirklich überlegen, wir sind da bereit, das zu unterstützen, aber man muss aufpassen, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn das mit den Schulden verquickt wird und dass das eher dazu führt, dass du Frau Merkel zuarbeitest, als dass du der griechischen Bevölkerung hilfst. Ich verstehe das von Syriza vollkommen. Sie bringen da ihre Bevölkerung hinter sich und können mobilisieren gegen Merkel. Hier kann, wenn man Pech hat, genau das Gegenteil passieren. Dass es uns erschwert, quasi die Bevölkerung auf die Seite von Syriza zu bringen. Und ob ihr dann was gewonnen habt, weil die werden nichts zahlen, egal wie ihr das fordert. Und das müsst ihr gerichtlich austragen. Wir können das moralisch unterstützen. Das wird aber nicht dazu führen, dass irgendwie die Debatte hier erleichtert wird über einen Schuldenschnitt, der zentral wäre. Also zu sagen, der Bevölkerung, Griechenland kann niemals die Schulden zurückzuzahlen, das wissen auch die Leute, ohne völlig kaputt zu gehen, und wir brauchen da einen Schuldenschnitt. Da kann man auch, glaube ich, mit dieser Zwangsanleihe ganz gut argumentieren, indem man sagt, ja Leute, das ist ein Wert von 8 bis 11 Milliarden, und dafür hat die deutsche Regierung 125 Millionen an Griechenland bezahlt. Das ist eigentlich ein klassischer Schuldenschnitt. Also das kann man, glaube ich, in diesem Zusammenhang deutlich machen. Mit den Reparationszahlungen wird schon ein bisschen schwierig, auch mit der Summe. Also das sind Dimensionen, die würden ja auch unseren Haushalt komplett sprengen. Also ich will nur sagen, da muss man gut überlegen, was die strategischen Ansatzpunkte sind. Ja, es geht mir nicht um die richtige Haltung. Die Linke ist immer gut, die richtigen Haltungen zu haben, aber schlecht, die Bevölkerung zu mobilisieren. Also ich finde aber wichtiger, die Bevölkerung zu mobilisieren und nicht da in der Ecke zu sitzen und sagen, aber wir haben recht. Das Ähnliche geschieht mit dem Euro. Ich glaube, Griechenland würde ökonomisch sofort eine humanitäre Katastrophe erleiden. Weil die brauchen ja Erdöl. Die konservativen Regierungen haben nicht mal geschafft, eine Ernährungsunabhängigkeit hinzukriegen. Obwohl Griechenland ein Agrarland ist, muss Griechenland Nahrungsmittel importieren. Kein Mensch macht da Tauschgeschäfte, also in dieser Dimension. Sprich, die würden eine Hungerkatastrophe kriegen und eine Energiekatastrophe, wenn jetzt ungeordnet aus dem Euro raus müssten. Ich glaube, dass das Syriza ganz genau weiß, dass quasi das Experimentierfeld Sparpolitik, dem würde dann das Experimentierfeld Euro folgen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Obwohl objektiv natürlich das irgendwie eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera ist. Weil natürlich der Euro von der Konstruktion her tatsächlich so ist, dass er die schwachen Länder schwächer macht und die starken stärker. Die starken sind hauptsächlich nur noch wir. Deswegen glaube ich, dass aber, wenn wir quasi eine Debatte führen, wie es die Griechen besser machen könnten und aus dem Euro rausgehen, darf man das nicht mit Solidarität verwechseln. Ich glaube, wenn Syriza hier sich vollkommen im Klaren ist, wir können nicht aus dem Euro raus, weil dann wird man eine Katastrophe erleben, sollten wir als Linke das nicht besser wissen und sagen, geht halt raus. Und auch noch meinen, das wäre die Lösung. Wir müssen eher hier gucken, dass wir sagen, ihr, die Konservativen und die Neoliberalen, ihr macht den Euro kaputt. Es ist doch völlig klar, wenn quasi durch die Außenhandelsüberschüsse, die wir erzielen, im Übrigen inzwischen auch durch billige Löhne und Dumpinglöhne, nicht nur durch Technik, aber auch durch Technik natürlich und durch weltmarktfähige Produkte, wenn wir so weitermachen, müssen sich quasi die Defizitländer immer mehr verschulden. Und das untergräbt im Kern die gemeinsame Währung. Man kann keine gemeinsame Währung haben,
ohne quasi hier einen Ausgleich, einen wirtschaftlichen Ausgleich zu organisieren. Das funktioniert nicht, quasi, dass die einen quasi sich immer mehr verschulden und wirtschaftlich den Bach runtergehen und die anderen davon profitieren. So schafft man keinen gemeinsamen Wirtschaftsraum, sondern die Strategie quasi der deutschen Regierung, den Nachbarn zum Bettler zu machen, wird wie ein Bumerang zurückkommen. Und es wäre auch schon zurückgekommen, es würde auch hier längst nicht mehr funktionieren, wenn nicht quasi diese besonderen Absatzmärkte in China, in den BRIC-Staaten gefunden worden wären, die aber jetzt langsam auch ein bisschen versiegen, weil dort die riesen Wachstumsraten auch gerade nicht mehr erzielt werden. Und deswegen glaube ich, wäre wichtiger zu diskutieren, was wir anstatt brauchen. Wir brauchen praktisch einen wirtschaftlichen Ausgleich, eine Sozialunion, dass quasi nicht die Löhne und die Sozialleistungen immer mehr nach unten sich entwickeln wie ein Schneeballsystem. Und wir müssen dringend im Rahmen unserer Möglichkeiten leben. Weil Deutschland ist das Land, wo die Beschäftigten und die Mehrheit der Bevölkerung unter den Möglichkeiten lebt. Also wir haben zu geringe Löhne und zu wenig Investitionen in die öffentliche Infrastruktur und wir erwirtschaften zu viel Außenhandelsüberschüsse, die wirtschaftlich den anderen Ländern Probleme bereiten, aber hier den Wohlstand gar nicht erhöhen, weil man gleichzeitig den Ländern wieder das Geld geben muss, um überhaupt die Waren hier zu kaufen, ja, und die Löhne unten bleiben. Das heißt, wir müssen den Leuten diskutieren, dass eine andere Politik für die Mehrheit der Bevölkerung hier Vorteile hätte. Und diese Politik, wie sie jetzt geführt wird, nicht nur für die Griechen Nachteile bedeuten und für die Spanier, sondern auch für die Mehrheit der deutschen Bevölkerung selbst. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, die wir in diesem Prozess haben. Und wir müssen diskutieren über ein europäisches Infrastrukturprogramm. Also das ist nicht möglich, dass die Länder, die jetzt deindustrialisiert wurden, wie Griechenland und wirtschaftlich kaputtgeschlagen wurden, das aus eigener Kraft schaffen können. Das haben wir im Übrigen nach dem Krieg auch nicht können. Sondern wir brauchen sowas wie ein Investitionsprogramm, das gleichzeitig auch sozialökologisch ist, das eine soziale Seite hat, das eine infrastrukturelle Seite hat und das überhaupt wieder dazu führt, dass wirtschaftlicher Aufbau möglich ist. Und wir müssen deutlich machen, mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 50-70%, ja, mit quasi Armut im Zentrum von Europa, mit Arbeitslosigkeit in vielen Ländern zwischen 20-25%, kann quasi Europa definitiv nicht überleben, außer wir überlassen den Rechtspopulisten das Feld. Und das Beste gegen die Rechtspopulisten ist immer noch eine starke Linke. Dankeschön. Ich würd gern sozusagen die Frage mit dem Grexit jetzt auch tatsächlich nochmal nicht wirtschaftlich beantworten, sondern genauso wie ich das sozusagen vorhin auch gemeint habe, es ist einfach die falsche politische Frage und da würde ich dir total recht geben, sozusagen aus linker Perspektive ist es nicht die Frage, die wir diskutieren müssen, sondern wir müssen ja über ein anderes Europa nachdenken. Ich würde aber gerne noch einen anderen Punkt stark machen, der mir jetzt auch gerade so in der Diskussion aufgefallen ist, weil wir jetzt nicht so den Eindruck, sozusagen natürlich gibt es eine große Begeisterung gegenüber Syriza, ja auch absolut zu Recht und es wird sozusagen sich daran orientiert oder wir wollen sozusagen gucken, was bedeutet eigentlich die Politik Syrizas für uns hier. Ich finde aber den Punkt, den wir sozusagen hier jetzt noch nicht diskutiert haben oder den ich finde, wir viel zu wenig diskutieren, ist eigentlich die Frage der gesellschaftlichen Dynamik hier. Und es gibt hier keine gesellschaftliche Dynamik. Das heißt, es ist nicht eine reine Frage der Solidarität und es ist sozusagen auch, finde ich, nicht mal nur eine reine Frage der Vermittelbarkeit, dass das, was in Griechenland passiert ist, auch gut wäre für hier, sondern es gibt hier de facto keine gesellschaftliche Dynamik. Es gibt hier diesen Aufbruch, den wir in Griechenland erlebt haben, nicht. Und ich glaube auch, dass der Unterschied zwischen der Linkspartei und Syriza genau an der Stelle sozusagen ist, weil wenn du sagst, sozusagen Syriza ist letztendlich das Produkt einer Bewegung, das Produkt dessen, dass sich eine Gesellschaft auf den Weg gemacht hat und gesagt hat, dazu sagen wir Nein und dazu sagen wir Ja, dann ist es sozusagen ein Zustand, von dem wir hier noch sehr, sehr lange entfernt sind. Und ich glaube, dafür reicht es auch sozusagen, das, was ich sozusagen einen sehr attraktiven Vorschlag finde, zu sagen, tatsächlich, ich meine, es streiken im Moment Leute und das sozusagen in Verbindung zu bringen mit dem, wie das in Griechenland angefangen hat, ist, glaube ich, ein guter und wichtiger Schritt. Aber wir müssen auch schauen, nicht nur zu fragen,
fragen, was kann die Linkspartei für uns hier tun, sondern was können wir hier vor Ort tun, wie können wir hier auf die Straße gehen und wie werden wir aus den 20.000 Leuten bei Blockupy eben doch irgendwann 200.000 Leuten. Und ich glaube, dass sozusagen dieses Verhältnis auch von Partei und Bewegung hier deswegen neu zu diskutieren ist und dass wir uns alle überlegen müssen, was können wir mehr machen in der Krise der Demokratie, als unser Kreuz im Zweifel an der richtigen Stelle zu setzen, sondern was können wir sozusagen in unseren Städten vor Ort tun, wie können wir gucken, was es hier für kleine Projekte tatsächlich gibt und das beginnt sozusagen bei einer Verhinderung von einer Zwangsräumung bis zu dem, dass es soziale Zentren an der Stelle gibt, wie können wir uns daran beteiligen und dadurch den gesellschaftlichen Aufbruch organisieren und diesen dann so massenwirksam auch darstellen, dass wir nämlich die Medien, die sozusagen nicht nur in Griechenland dann problematisch das darstellen, sondern besonders hier in Deutschland, die Medien auch noch davon überzeugen und da so einen Dreh reinkriegen, der in eine linke und in eine solidarische Richtung geht. Ja, vielen Dank. Jetzt, nächste Fragerunde. Ich sehe, wir gehen mal von hinten nach vorne, ganz hinten die... Ja, vielen Dank für eure ganzen spannenden Beiträge. Ich spreche jetzt auch eher aus einer außerparlamentarischen Position der Linken und deswegen ist sicherlich das Verhältnis auch ein anderes zur Frage der Partei, einer Partei, als jetzt sozusagen aus einer Parteienperspektive. Und Hannah hat schon irgendwie vieles von dem gesagt, was wir sozusagen probieren, solidarisch zu tun, zu dem tatsächlich, wie es Bernd auch gesagt hat, historischen Punkt, an dem wir stehen. Weil klar, braucht es auch eine Positionierung der außerparlamentarischen Linken dazu, auch wenn wir, wie gesagt, nicht Partei sind und all diejenigen Teile der außerparlamentarischen Linken, die sich nicht dazu verhalten, zu Syriza, müssen sich meiner Meinung nach auch sozusagen die politische Verantwortung dafür tragen, in so einem historischen Zeitpunkt eben nicht darüber nachzudenken, was wir tun. Ich habe aber tatsächlich so ein, zwei Fragen jetzt tatsächlich auch in die Richtung der Linkspartei und an Bernd, weil wir ja jetzt hier auch einige Leute sind und auch solche Räume nutzen sollten. Ich habe nämlich tatsächlich, also seit der Syriza-Wahl, davor schon, aber vor allem seit der Syriza-Wahl vermisse ich halt einiges. Ich vermisse tatsächlich das, von dem du auch gesprochen hast, nämlich für Gegenöffentlichkeit zu sorgen aus der Linkspartei. Also in meiner Wahrnehmung war es halt vor allem Genossinnen sozusagen aus der Bewegungslinken, aus der außerparlamentarischen Linken, die dafür gesorgt haben, Bericht zu erstatten zu dem, was sozusagen in Athen, in Griechenland passiert ist zu der Wahl und danach. Ich habe auch den Eindruck, dass wir in der außerparlamentarischen Linken das mehr hoch und runter diskutiert haben, als es in der Partei diskutiert worden ist. Und das verwundert mich sozusagen, weil wir sind tatsächlich an einem historischen Zeitpunkt und ich vermisse so ein bisschen die Schwesternschaft sozusagen innerhalb der europäischen Linksparteien. Und deswegen wäre so ein bisschen auch die Frage, was wird in der europäischen Linkspartei sozusagen diskutiert oder auch hier vor Ort, auch lokal sozusagen, wie wir konkret Syriza unterstützen können, weil es geht nicht darum zu gucken, was macht die Partei dort, sondern hast du ja auch selber gesagt, wir müssen hier sozusagen agieren. Und ich denke, es ist bestimmt richtig, am 20. Juni für ein solidarisches Europa auch hier in Berlin sozusagen auf die Straße zu gehen. Ich denke, dass es aber auch richtig wäre, mal zu gucken, was man denn für Möglichkeiten als Partei hat, nämlich Menschen vielleicht mal für ein paar Tage, Wochen nach Griechenland zu schicken und in Übersetzungsarbeit Syriza zum Beispiel zu unterstützen. Dass irgendwie Dokumente, Diskussionsdokumente, die ja en masse kursieren in Griechenland, auch hier in Deutschland ankommen sozusagen bei der Basis. Und wir auch ein bisschen Teil davon sind, von diesem Prozess, der ja da tagtäglich in Griechenland passiert und an der ganzen Debatte. Oder ich frage mich, wir haben in Thüringen sozusagen eine Linkspartei. Warum werden da so wenig Brücken geschlagen zu diesem Projekt in Griechenland? Also wir haben eine, sozusagen auch eine regierende Linkspartei hier in Deutschland. Da gibt es doch bestimmt irgendwie einige Ansatzpunkte, wo man sich auch also gemeinsam solidarisch unterstützen kann. All solche Sachen, also habe ich ganz viele Fragezeichen. Und klar kann man auch wieder zur nächsten Demonstration irgendwie im Herbst jetzt mobilisieren oder so, aber ganz ehrlich, wäre mir ein kleiner Flashmob von 20 Linksparteimitgliedern, die mal in die Betriebe gehen und diese Flugblätter verteilen, von denen du auch sprachst, viel effektiver vielleicht. Also würde ich sozusagen, also ja, weil tatsächlich geht es halt darum, auch irgendwie unsere Solidarität, oder es ist auch mehr als, also mehr als so diese Solidarität, von der Hannah sprach, auch alltäglicher werden zu lassen. Und als eine linke Partei hier in Deutschland gibt es ja auch tatsächlich noch viele, viele Möglichkeiten,
da auch konkrete politische Arbeit zu machen, Übersetzungsarbeit und so weiter und so fort, von der ich sprach. Das fände ich. Dankeschön. So, dann hatte ich da, genau. Ist das an? Ja. Ich habe noch mal zwei Fragen an Jorgos zu zwei innenpolitischen Themen, und zwar einmal Migration und einmal Rechtsextremismus, weil die Goldene Morgenröte ja auch starken Zulauf hatte in der letzten Zeit, und wie ihr damit umgeht und wie die Regierung damit umgeht und wie sie das bekämpft. Und dann zur Frage der Migration. Da gab es ja relativ am Anfang schon diesen Anlauf der Legalisierung von Migranten, Minderjährigen. Wie das praktisch umgesetzt wurde, ob es jetzt umgesetzt wurde und ob das sozusagen geschafft wurde, die Bevölkerung dahinter zu bringen, oder ob das dann praktisch letztendlich gegen die Bevölkerung durchgesetzt werden musste, und was da jetzt, ob da noch mehr folgt in Sachen von Legalisierung von Illegalisierten. Danke. So. Achso, genau. Daneben gleich noch. Darf ich noch eine Frage zu den Strategien stellen? Weil ich finde, das sollte vielleicht doch der Schwerpunkt auch hier sein. So habe ich zumindest die Veranstaltungsankündigung verstanden. Anknüpfend an deinen Beitrag, ich frage mich, ob es vielleicht im Umfeld der Partei, der Parteien, weiß ich nicht, der Gewerkschaften oder auch der Stiftung irgend so eine Idee gibt oder Überlegung gibt, also hinsichtlich eines Art öffentlichen Tribunals. Früher hatten wir ja sowas wie Russell-Tribunale oder Vietnam-Kongresse und sowas. Vielleicht ist es auch heute nicht mehr die angemessene Form der Öffentlichkeitsarbeit. Aber mir geht es schon auch sehr, sehr stark so, dass ich alle Ausführungen richtig finde, dass wir uns gegen Ausweitung von prekären Arbeitsverhältnissen wehren müssen, Lebensbedingungen, dass wir uns besser organisieren müssen. Aber dass ich es schon wichtig fände, relativ bald auch europäisch, vielleicht in Berlin, in Brüssel, irgendwo ein Zeichen zu setzen. Und ich sehe genug Intellektuelle, auch außerhalb von Europas, Leute, die viele Menschen auch überzeugen könnten, die da Interesse hätten, die man da vereinigen könnte. Gibt es da Überlegungen, oder habt ihr das eher verworfen als eine Form, auch aus Einfluss zu nehmen auf das, was ja auch gesagt worden ist? Wir brauchen ein anderes Narrativ, wir brauchen andere Forderungen. Dort könnten wir zum einen tatsächlich gegen diese Austeritätspolitik uns vom Forderung, also uns dagegen ganz klar positionieren und auch Forderungen entwickeln, vielleicht Minimalforderungen, auf die wir uns innerhalb der Linken in Europa einigen können. Dankeschön. So, weitere Meldung, genau, hier vorne mit dem roten Pullover, der Herr, genau. Und dann Sie danach, genau. Ja, ich wollte erst mal fragen, was hat es also mit der Tranche, also die immer noch aussteht, also diese Milliarden, die immer wieder geknüpft werden an ganz bestimmte Forderungen. Angeblich also sollen die Schularbeiten gemacht werden. Das geht durch alle, also von Syriza. Das geht immer wieder durch die Medien hoch und runter. Und es findet eine Runde nach der anderen statt. Also am nächsten Montag wird es ja wieder verhandelt. Sind denn die Forderungen in Anführungszeichen der Gläubiger, sind denn die klar, sodass man sozusagen mal sagen kann, ist das abgearbeitet, ja, oder sind die wiederum so formuliert, dass sie halt die roten Linien in erster Linie tangieren? Das muss einfach den, also ich sage mal jetzt also einem Durchschnittsmenschen wie mir, der so Zeitung liest und Radio hört, auch mal klar werden. Also ich höre immer nur, Schularbeiten werden nicht gemacht, ja. So nach dem Motto, als würden die da schlafen in Griechenland, in der Syriza. Das wird ja auch gerne so dargestellt. Du hast ja nur erklärt, wie viel gemacht worden ist. Das ist meine erste Frage, also wäre meine Frage. Und eine andere zu der Frage der Reparationen und des Zwangskredits gab es also eine Bundestagspetition. Und wer sich das mal anguckt, was da so gelaufen ist an Diskussionen, das ist ungefähr genauso wie das, was du über das Rundfunkinterview gesagt hast. Leider die dazugehörige Diskussion. Es haben 2500 Menschen gezeichnet, aber das ist natürlich fast nichts. Aber ich glaube auch, es hat an Aufrufen gefehlt, um deutlich zu machen, ja, es gibt also auch eine gewisse Zahl an Menschen in diesem Lande, die sich damit verbunden fühlen und die das sehr wohl zum Ausdruck bringen wollen. Und zwar im Sinne jetzt erstmal tatsächlich der aufgelaufenen Schulden Deutschlands.
Und dann ein drittes Problem, was ich habe. Solidarität, also sicherlich, wir müssen die erstmal hier im eigenen Land die Probleme lösen, ja, für uns selbst. Aber ist es nicht möglich, dass tatsächlich auch mehr linke Gruppen vor Ort, also linke Gruppen hier aus Deutschland, mit entsprechenden Einrichtungen in Griechenland, ich meine jetzt vor Ort, zum Beispiel, ich komme aus Lichtenberg, habe Vorschlag gemacht, habe gesagt, Mensch, wir übernehmen für einen ganz kleinen Teil eines Ortes oder auch meinetwegen in Athen die Möglichkeit, zum Beispiel für ein paar Wochen Schulessen zu bezahlen und stellen ein Schild auf, wir sind mit euch solidarisch. Das war auf einer Hauptversammlung, also auf einer Delegiertenkonferenz. Keine Reaktion. Punkt. Dankeschön. Darf ich von mir eine? Okay, von ja. Dann Sie kommen ran. Ich habe eine kurze Anschlussfrage an Jorgos. Du hast selber schon gesagt, es gibt Probleme mit dem Polizeiapparat, weil es da in nicht unerheblichem Teil Sympathien für Chrissi Avi gibt. Das scheint mir für eine linke Regierung mittelfristig ein Problem zu sein, wenn sie sich auf einen Polizeiapparat stützt, der zumindest gewisse Sympathien für Nazis hegt. Wie will Syriza damit umgehen? Das ist die eine Frage, die ich habe. Und ein kurzer Kommentar zu Bernd, nochmal zu den Reparationszahlungen. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, man müsse damit verhalten umgehen, um hier, sage ich mal, die Bevölkerung nicht allzu sehr zu verärgern. Ich halte das für ein ziemlich falsches Signal, weil ich glaube, wenn man innerhalb von 3 Jahren, von 41 bis 44, eine Volkswirtschaft ruiniert, 500.000 Leute umbringt, und dann kann man nicht davon ausgehen, dass einem dafür nie die Rechnung präsentiert wird. Und wie die dann aussieht, wie hoch sie ist, dann ist sie eben so hoch, wie sie ist, und dann muss man sie bezahlen. Das ist ganz einfach. Wir machen noch hier eine Wortmeldung und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück ins Podium. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Punkt 1, ich sehe es auch so, dass wir im Moment keine Dynamik in unserer Bevölkerung haben. Da könnte man jetzt lange drüber reden, warum nicht. Aber ein Punkt ist sicherlich der, dass es den Regierungen gelingt, die Bevölkerung gegeneinander auszuspielen, und zwar dergestalt, dass sich die Bevölkerung in den reichen Deutschland besser fühlt, mehr wert fühlt, als die Bevölkerung in den Ländern, wo die Leute ärmer sind. Das müsste man festhalten. Dagegen helfen auch keinerlei Anpassungen jetzt in Richtung Reparationszahlungen. Ich würde genauso argumentieren und sagen, das, was geschehen ist, kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber es kann zumindest versucht werden, die Kosten, sofern sie zu berechnen sind, zu erstatten. Ich glaube, es hilft uns auch nicht weiter in der Debatte. Was hilft? Es ist auch so, denke ich, dass nicht Bevölkerung gegen Bevölkerung die Linie verlaufen darf, sondern unten oben die Linie verlaufen muss. Nur verläuft sie nicht einfach unten oben, sondern die verläuft nur dann unten oben, wenn auch das Bewusstsein unten vorhanden ist, dass die Linie so verlaufen sollte oder muss. Und dafür haben wir oder die Linke, alle Linken, die Aufgabe, etwas zu tun. Ich weiß nicht, wie erfolgsversprechend wir was tun können, aber wir können es ja versuchen. 2 praktische Vorschläge nenne ich nur. Ich habe noch ein paar mehr, aber ich nenne nur 2. Vorschlag 1 wäre, über die europäischen linken Parteien, und zwar die Links von der Sozialdemokratie stehen, weil die Sozialdemokraten, denen kann man eigentlich nur noch den Arsch hinhalten, denn sie tun ja alles, um die Austeritätspolitik zu unterstützen in Europa. Das muss man aber ganz deutlich sagen, jenseits von allen Spekulationen, Rot, Rot, Grün, etc., etc. Da muss man deutlich bleiben an dieser Stelle. Das heißt, alle linken Parteien, mit denen man verbunden ist in Europa, vom Schweden, vom Nordkap bis nach Gibraltar, eine Kampagne zu machen, die ganz einfach lautet: Griechenland wird geholfen durch den Stopp der Austeritätspolitik für alle Menschen in Europa oder irgend sowas. Eine ganz einfache Parole. Eine gute müsste man sich da jetzt einfallen lassen. So,
Damit hätte man ein öffentliches Zeichen gegeben. Ein zweites Zeichen wäre, wenn alle, die hier im Raum sind, für 15 Euro plus Versandkosten sich die Zeitung Faktencheck Hellas bestellen, die, glaube ich, einmal im Neuen Deutschland beigelegt ist, und diese zu verteilen, weil das ist eine echt gute Gegenpropaganda und Aufklärung, nicht Propaganda, Aufklärung zu der Vernebelung der Gehirne in diesem Land. Das waren meine zwei konkreten Vorschläge. Danke sehr. Schon mal vielen Dank für die Vorschläge und Ideen hier. Es kamen jetzt sozusagen noch ein paar Fragen. Es kamen aber vor allem Überlegungen so auf einer strategischen und praktischen Ebene. Also was kann praktische Solidarität bedeuten? Was wären andererseits aber oder sozusagen im Kontext dazu eben auch sinnvolle strategische Projekte oder Schritte, die zu tun wären, sowohl für die Partei Die Linke, für europäische Linksparteien, aber auch Bewegungen, um sozusagen einen Schritt weiter zu gehen und sowas wie Dynamik zu schaffen oder sozusagen dafür Impulse zu setzen. Ich würde das jetzt mal als Inputs gerade so für so eine letzte Abschlussrunde hier auf dem Podium nutzen. Wer möchte denn von euch anfangen? Egal? Dann fangt ihr da mal an. Ja, ich glaube, ich will eigentlich auch nur noch zwei Sachen sagen. Ich denke, das eine ist sozusagen bei allen Vorschlägen, die kommen, ich glaube, wir müssen uns verabschieden von dem Gedanken, dass es darum geht, Griechenland zu helfen. Es geht nicht darum, irgendjemandem zu helfen. Es geht um die Frage, ob wir uns in Europa befreien von der neoliberalen Logik, und es geht um die Frage, ob wir uns in Europa gegen die politische Elite durchsetzen und ein anderes Europa aufbauen können. Und das werden wir nicht schaffen, nur indem wir sozusagen Solidarität und unser Mitgefühl aufzeigen, sondern das werden wir nur schaffen, wenn wir das politisch lösen, gemeinsam auf die Straße gehen, gemeinsam Gegenprojekte aufbauen und eine Vermittelbarkeit herstellen über das, was in Griechenland passiert, auch hier passieren muss. Das ist mein einer Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir müssen uns auch davon verabschieden zu glauben, dass irgendjemand einen Masterplan dafür hat, wie dieses Europa aussehen kann, wie dieses Europa aussehen wird. Ich würde sagen, sozusagen weder Syriza noch die Linkspartei haben diesen Masterplan. Ich würde überhaupt bezweifeln, dass irgendjemand diesen Masterplan hat. Also wird es uns auch nicht weiterbringen, wenn wir sozusagen sagen, liebe Linkspartei, gebt uns doch mal bitte eine Antwort. Auch diese Antworten können wir uns nur selber geben. Auch diese Antworten können wir nur selber finden. Und ich sozusagen glaube, und da an der Stelle tatsächlich aus der Bewegungsperspektive, dass es unsere Aufgabe ist, tatsächlich mit den Leuten zu reden, sozusagen aus Griechenland zu lernen, mit ein bisschen Demut an das ranzugehen, was die Leute in Griechenland gemacht haben, weil sie sind 5 Jahre lang auf die Straße gegangen. Und das ist ja das, was wir hier auch erreichen wollen. Und ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir sagen, mit dieser Demut gehen wir in die Länder des europäischen Südens, lernen von ihnen, analysieren und schaffen hier sozusagen für uns so ein Moment der Selbstermächtigung. Und das werden wir tatsächlich auch nur dann schaffen, wenn wir die Angebote, die wir uns immer wieder selber geben, auch tatsächlich nutzen. Und von daher würde ich jetzt sozusagen mit einem kurzen Mini-Werbeblock an der Stelle auch tatsächlich das beenden. Sagen, was Blockupy jetzt macht, ist nicht nur sich sozusagen am Wochenende wieder international zusammenzusetzen und zu überlegen, wie sind die nächsten Schritte, was kann unser Beitrag im Juni sein, was kann unser Beitrag langfristig sein, wie sozusagen können wir uns selber eine Strategie geben, aber Blockupy ist ein Akteur und eigentlich bräuchte es noch 1000 weitere Akteure, die sich genau die gleichen Fragen stellen. Und genau aus dem Grund sozusagen werden wir auch weiter unsere Veranstaltungen machen und uns am 19. August letztendlich genau diese Frage nochmal stellen, wie können wir in Deutschland Gegenöffentlichkeit organisieren und wie können wir auch nochmal einen breiteren gesellschaftsfähigen Diskurs irgendwie anstoßen, ohne von unserem Antagonismus gegen dieses Europa der politischen Eliten abzuweichen. Also, ich versuche, ein paar kleine Fragen noch zu beantworten, dann auch mit einer Schlussbemerkung, also zu unseren strategischen Aufgaben, was zu sagen. Emigration und Legalisierung, ich habe das schon einleitend gesagt, das war eines der ersten Sachen, die wir sozusagen in Angriff genommen haben, die neue Regierung, sogar als die zuständige Integrationsministerin überhaupt noch kein Ministerium hatte, weil es musste das Ministerium erst einmal sozusagen organisiert werden. Jetzt ist schon alles eingeleitet, dass die Kinder zweite Generation die Staatsbürgerschaft bekommen.
Wir haben aber, wie wir alle wissen in diesem Raum, jetzt in den letzten Wochen ein riesiges Problem wieder gehabt im Mittelmeerraum, wo Tausende von Leuten, Emigranten, wieder ganz einfach vor der europäischen Grenze ertrunken wurden. Das kann wirklich nicht geduldet werden. Also wenn man nur das hier zur Diskussion stellt, zeigt das auch, dass dieses Europa, was wir jetzt haben, weit entfernt ist von einem Europa, was wir eigentlich uns sozusagen geträumt haben oder von einem Europa, was wir jetzt eigentlich wollen. Es ist jetzt eine Aufgabe der Syriza-Regierung, es ist auch eine Aufgabe der linken Regierung, auch in dieser Frage die europäische Dimension aufzumachen. Und das macht sie. Gleichzeitig aber mit allen Anstrengungen, die die Regierung auch zu machen hat, um diesen Leuten, die es überleben und nicht ertrinken, auch ein bisschen entgegenzukommen. Ich darf noch mal in Erinnerung rufen, ein kaputtgespartes Land, tiefe soziale Krise, kann ihre eigenen Leute nicht was entgegentun. Und jetzt muss Griechenland auch die Tausenden von Flüchtlingen auch halbwegs versorgen. Es bedarf jetzt auch eine Diskussion europaweit diesbezüglich. Und die griechische Ministerin hat das eröffnet, hat gesagt, wir werden alle Emigranten, die nach Griechenland kommen und Asylanten sind, also Asyl beantragen, alle Papiere geben, damit sie weiterreisen können. Und das ist keine Drohung, weil so wurde es beantwortet, aha, wir werden jetzt bedroht, dass wir jetzt da alle Emigranten sozusagen vor der Tür gestellt bekommen. Nein, erstens einmal, diese Menschen, die wollen ja gar nicht nach Griechenland, die wissen ja auch zum Teil gar nicht, dass sie auf eine griechische Insel landen. Ich war selbst öfters dabei, das ist wirklich unvorstellbar, weil diese Menschen, die haben eigentlich wirklich keine Ahnung, wo sie da stranden. Das muss einer sich einmal vorstellen können. Da sind Kinder dabei, da sind Mütter, die gerade ihre Kinder verloren haben und so weiter. Und das machen wir trotz dem gesamten Druck, den wir von den Eliten bekommen, von den Rechten bekommen, auch von den Neorechten, Neofaschisten in Griechenland bekommen. Das ist auch unsere Aufgabe und wir werden es versuchen, auch erfolgreich zu machen. Okay, es ist keine einfache Aufgabe, innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten die Polizei so zu reorganisieren. Zweitens ist es auch keine sozusagen Sache, wie wir das machen, von einer so öffentlichen Diskussion. Wir haben aber schon begonnen, die Polizei umzustrukturieren. Die Spezialeinheiten, die eigentlich nur deswegen existierten, um den Widerstand der Bevölkerung niederzuschlagen, auch aus der Welt zu schaffen, also sie auch umzustrukturieren. Naja, und da komme ich zu meinem nächsten Punkt. Ich komme auch aus der Bewegung. Ich bin aus der Bewegung in einer Regierungspartei hineingerutscht. Also, jetzt habe ich selber das Problem, für mich persönlich, wie verhalte ich mich als Bewegungsakteur, Bewegungsmensch, gleichzeitig als Mitglied mittlerweile einer großen Partei, die auch an der Regierung ist. Ich war bei allen Bewegungen in den letzten Jahrzehnten dabei, also gegen die Globalisierung waren wir bei allen Demonstrationen dabei, waren wir beim Weltsozialforum dabei, jetzt auch gerade in Tunis. Wir waren beim Alterssummit dabei. Die Europäische Linke macht bei allen diesen Bewegungen mit. Sie macht natürlich nicht das Maximum oder das Beste, was sie daraus machen kann, aber sie ist dabei. Das heißt, jetzt Versuche unter uns, es auszugrenzen, hilft unser gemeinsames Projekt nicht. Und was ist unser gemeinsames Projekt? Und somit komme ich zu meinem Schlusswort. Ist wirklich das Kräfteverhältnis zu ändern. Und ihr macht es euch da ein bisschen leicht, meine liebe Genossinnen und Genossen.
ihr spricht zu viel über Griechenland. Machen wir diese Diskussion über die Linken hier. Und wenn ich jetzt über die Linken spreche, meine ich nicht unbedingt über die Partei Die Linke, sondern über die Linken insgesamt. Wie stärken wir die Linken hier? Wie ändern wir das Kräfteverhältnis hier? Ich weiß persönlich, wir wissen es, wie schwierig das ist, weil wir haben das auch jahrzehntelang versucht. Teilweise waren wir außerparlamentarische Linke. Ich war bei Synaspismus Mitglied, als wir nicht im Parlament waren. Ich weiß es, wie schwierig das für uns war, ins Parlament wieder reinzukommen. Und ich habe auch die Zeit miterlebt, wo die Partei Die Linke für uns ein Vorbild war. Haben wir mit großen Augen nach Deutschland und nach Die Linke geguckt vor ein paar Jahren. So ändern sich die Verhältnisse, so ändert sich auch die Welt. Also unternehmen wir alles, wenn wir wirklich solidarisch zu Griechenland sein möchten, um hier das Kräfteverhältnis zu ändern. Und führen wir die Diskussion umgekehrt. Das heißt, fragt ihr uns, wie habt ihr das gemacht oder was können wir mit euch zusammen machen, um hier das zu ändern? Weil nur dann wird eure Solidarität auch für uns wirklich effektiver sein. Wenn wir den Schäuble nicht aus der Welt schaffen hier und die Frau Merkel, kann die griechische Regierung nicht allein über die Verhandlungen oder durch die Verhandlungen es machen. Weil das, was wir jetzt bei den Verhandlungen versuchen, ist eigentlich, den Schäuble aus der Welt zu kriegen. Das geht ja praktisch nicht. Weil wenn wir versuchen, allein diese neoliberale Politik aus der Welt zu schaffen, mit diesem Kräfteverhältnis, glaubt einer, dass das möglich ist. Wir versuchen aber es trotzdem, wir gewinnen Zeit, wir sind bei allen Prozessen dabei. Deswegen schlagen wir auch vor, Minimumplan, Minimumaktionsplan, das breite Spektrum nicht nur der linken Kräfte beinhaltet, sondern allen fortschrittlichen Bewegungen, zivile Gesellschaft, gegen die Austeritätsbekämpfung, überall, um eben sozusagen den anderen Weg zu eröffnen. Und das muss man auch schnell machen. Das muss wirklich ganz schnell passieren. Die Zeit haben wir nicht. Und wenn ich sage, die Zeit haben wir nicht, ich meine jetzt nicht nur wir Griechen haben wir die Zeit nicht. Ihr habt die Zeit auch nicht. Weil wenn es ein bisschen länger dauert, jetzt europaweit, mit diesem Kräfteverhältnis, wo die neoliberale Eliten wirklich die Oberhand haben. Und der nächste Schritt ist das, was der Genosse Bernd sagt, da kommen vielleicht dann überhaupt die Ultrarechten, sei es jetzt in Frankreich oder woanders. Das heißt, eine noch verschlechtere Situation, was das Kräfteverhältnis betrifft, dann ist das noch schwieriger für uns insgesamt, das zu ändern. Deswegen schnell, schnell handeln, aufstehen und auf alle Ebene und mit jeder Gelegenheit auf der Straße gehen, mobilisieren, dagegen kämpfen, miteinander reden und gemeinsam agieren. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass wir über die Reparationszahlungen keine strategische Debatte führen können, aber machen wir es doch einfach. Die Linke ist, glaube ich, die Einzige, die das im Bundestag beantragt. Und ich glaube, ich gehöre auch zu denen, die es sehr offensiv nach außen vertreten. Ihr unterstützt es alle und sorgt für die positiven Zuschriften, dass die mehr werden wie die negativen. Dann habt ihr alle einen guten Beitrag geleistet und das nicht einfach auf die Linke abgeschoben. Ich glaube trotzdem, dass strategisch wir das trennen müssen, dass wir den Schwerpunkt drauflegen müssen, quasi die Schuldenfrage und die europäische Frage in den Vordergrund zu stellen und dass man da auch sensibel mit umgehen muss. Das Zweite, macht die Linke zu wenig. Die Linke macht immer zu wenig, das ist ja nichts Neues und insbesondere natürlich die Partei Die Linke, aber ich möchte doch ein bisschen darauf hinweisen, dass wir und auch ich selber die Einzigen waren, die da ständig unten waren und hier gegen Merkel positioniert haben, auch in der Öffentlichkeit, auch als es schwer war. Und da, glaube ich, sehr viel Solidarität gezeigt haben, dass wir sehr viel Geld gesammelt haben,
die griechischen Genossinnen und Genossen immer auf unseren Veranstaltungen, Parteitagen waren und dass ich das vielleicht örtlich sehr verschieden sein kann, aber dass alle oder fast alle unsere Kreisverbände richtig viele Veranstaltungen machen. Du bist da, glaube ich, oft dort und auch andere. Ich weiß es von meinem eigenen Kreisverband, wo irre viele Leute kommen und wo mit örtlichen Syriza-Gruppen diskutiert wird, was man alles machen kann. Also ich glaube, die Dinge werden gemacht. Wir haben vom Parteivorstand auch die Order ausgegeben, dass die Kommunen und die Landkreise, wo wir Landräte und gute Fraktionen haben und Bürgermeister haben, dass die Städtepartnerschaften aufbauen sollen. Ihr müsst euch aber auch ein bisschen keine Illusion machen. Das liegt nicht nur an der deutschen Seite. Ich meine, Syriza ist selber gerade über alle Ohren mit eigener Arbeit beschäftigt. Die können nicht ständig quasi Leute aufnehmen von Deutschland und sagen, die kommen da alle, da ist schon die Kommunikation nicht ganz einfach. Also ich glaube, da wird relativ viel gemacht, was eine linke Partei machen kann oder auch eine linke Bewegung. Und ob wir noch ein öffentliches Tribunal machen können, das nehme ich mal gerne mit als eine Idee. Ich glaube, gar nicht dumm, aber was wichtiger wäre, also wo wir gerade diskutieren, ob wir nicht in der Tat so etwas wie einen europäischen Appell hinkriegen. Wir hatten ja damals gegen den Nachrichtungsbeschluss Millionen Unterschriften sammeln können. Wenn wir schaffen würden, relativ einfache 2-3 Forderungen, Schluss mit der Austeritätspolitik für humanitäres Programm und was weiß ich, ein paar andere, aber man muss das verbinden ein bisschen mit den zentralen Fragen für Europa. Und wir würden dort wirklich mehr Leute kriegen als die Linke, als die Partei Linke, sondern Intellektuelle, andere Gewerkschafter. Und man würde sowas von unten aufbauen. Das würde ja auch zur Aufklärung beitragen. Also es geht dann nicht nur darum, jetzt zu sagen, wir machen einen riesen Aktionismus und bringen überall ein paar hundert Leute auf die Straße, sondern das muss ja dazu führen, dass es wirklich eine größere Bewegung gibt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein Appell, das ist erst eine ganz neue Debatte, dass sowas vielleicht so eine Struktur reinbringen könnte in die Solidaritätsarbeit. Wir haben ja auch ganz am Anfang, vielleicht ist das übersehen worden, weil die Medien hier sehr wenig berichten, hatten wir die Vorsitzenden der europäischen Linksparteien hier, haben gemeinsam eine Pressekonferenz gemacht, mit einem Aufruf der europäischen Linken zur Solidarität mit Syriza, als es gleich die ersten 2-3 Wochen waren, wo auch riesen viel Presse da war und riesen wenig Berichterstattung drüber. Also ich will nur sagen, da wird schon relativ viel versucht und probiert, was natürlich ganz richtig ist. Wir haben hier eine andere Situation wie in Griechenland. In Griechenland findet ein Frontalangriff oder hat ein Frontalangriff stattgefunden gegen die ganzen Rechte der Beschäftigten, gegen die Bevölkerung. In Deutschland läuft es schleichend und sehr differenziert. Also die Regierung hier macht gerade keinen Generalangriff, sondern sie sieht zu, wie die Prekarisierung weitergeht, aber sie macht auch Rente mit 63 und führt einen Mindestlohn ein und ähnliche Dinge. Das erscheint nicht als was, wo jetzt quasi die Riesengegenbewegung einfach entsteht, sondern das sind sehr viel differenziertere, schleichendere Prozesse. Wir machen ja auch wirklich, das hat auch, ich bin da ganz begeistert, mit einer Kampagne gegen prekäre Arbeit und prekäre Lebensverhältnisse am 1. Mai begonnen, wo ich würde mal sagen 150 bis 200 Kreisverbände von uns wirklich sich daran beteiligt haben. So etwas haben wir überhaupt noch nie gehabt. Und das sind natürlich alles Beiträge, um in der Tat die Kräfteverhältnisse hier zu verändern. Das reicht aber nicht aus, jetzt nur quasi nationale Politik zu machen. Das würde ich auch so formulieren wie du. Wir stehen hier quasi vor europäischen Weichenstellungen. Wir haben da auch nicht unendlich viel Zeit. Aber es ist auch nicht nur ein Willensprozess, ob das jetzt schnell geht oder langsam geht, sondern wir müssen gucken, dass wir die Fragen, die hier anstehen für die Leute, hier ist auch sehr viele soziale Not, hier gibt es auch Armut im Übrigen, also gar nicht so wenig, die sich ausdehnt, hier gibt es Riesenspaltungsprozesse und soziale Ausgrenzungen.
Und es gibt auch Leute, die durchschnittlich verdienen, wie Erzieherinnen, wie andere, die sich das nicht mehr gefallen lassen wollen, dass ihre Arbeit so entwertet wird. Und ich glaube, wir tun gut dran, diese Kämpfe zu stärken, um tatsächlich die Kräfteverhältnisse nach links zu rücken. Und ich meine, wir sind hier eine 9%-Partei und keine 35%-Partei. Und das ist für Deutschland schon eine kleine Sensation. Aber wir müssen diese Prozesse stärken, um die Verhältnisse tatsächlich nach links zu rücken und die Kräfteverhältnisse zu verändern und gleichzeitig das mit den zentralen Fragen in Europa und auch mit der Solidarität mit den griechischen Genossen zu verbinden. Wenn wir das gut machen, glaube ich sogar, dass man eine gewisse Chance hat, eine Mobilisierung zumindest über das hinweg hinzukriegen, was schon stattfindet. Das ist deutlich zu wenig. Und wir darf sich nicht die Illusion machen, dass die griechischen Genossinnen und Genossen für uns Schäuble wegkriegen. Das müssen wir, glaube ich, schon selber tun. Also und auch Merkel. Und gleichzeitig dürfen wir uns auch nicht die Illusion machen, weil das wird kommen. In der Linken, so schnell die Begeisterung ist über Syriza, so schnell wird auch die Enttäuschung kommen, weil natürlich die Spielräume nicht unendlich sind. Und zu meinen, quasi die Europa könnte in erster Linie über die ärmeren südlichen Schuldnerländer verändert werden und nicht über die quasi die Länder, die im Zentrum der Politik stehen und die wirtschaftlich Mächtigen sind, ist, glaube ich, eine ganz große Illusion. Also die, was die Syriza-Leute machen und andere in Spanien, ist unermesslich wichtig. Aber um die Kräfteverhältnisse in Europa wirklich zu verändern, muss sich wirklich hier was ändern. In den zentralen Wirtschaftsräumen in Italien, Frankreich und in Deutschland. Und in Deutschland müssen wir den zentralen Beitrag leisten, den wird uns niemand abnehmen. Und was Syriza jetzt erstmal gemacht hat, das ist ein Geschenk an uns, dass überhaupt eine Partei da ist, die dem Neoliberalismus trotzt. Das ist ein Kampf David gegen Goliath. In der Bibel hat vielleicht David gewonnen. In der Wirklichkeit des real existierenden Kapitalismus wird es nur die Chance geben zu gewinnen, wenn sich hier zentral was ändert, und den Beitrag müssen wir leisten. Vielen Dank, Bernd. Vielen Dank schon mal an euch alle hier im Podium, an alle hier im Raum für die spannende Diskussion. Mein Eindruck ist, der Gesprächsstoff würde uns auch noch eine weitere Stunde lang nicht ausgehen. Es ist auch nicht so, dass jetzt alle fluchtartig den Raum verlassen müssen. Wenn ihr noch die Gelegenheit nutzen wollt, miteinander weiter zu reden, gibt es die Möglichkeit. Ein paar Getränke sind vielleicht auch noch da. Wie gesagt, nochmal vielen Dank. Auch nochmal ganz kurz der Werbeblock. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung versucht, etwas in Richtung Aufbau einer Gegenöffentlichkeit auch zu tun. Vorne lagen schon die Broschüren aus, der Faktencheck Hellers, habe ich gesehen, liegt dort auch auf der Theke aus, der kurz von einem Redebeitrag angesprochen wurde. Und ich würde wirklich empfehlen, die Internetseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit einem Dossier zu Griechenland, mit einer Dokumentation jetzt zu 100 Tage Syriza und auch Links zu weiteren Informationsangeboten. Vielen Dank auch an die Helferinnen und Helfer und meine Kollegin, die das hier alles vorbereitet haben. Einen wunderschönen Abend noch, und ich hoffe, wir führen die Diskussion weiter und nehmen das Geschenk, wie Bernd gesagt hat, das uns Syriza gegeben hat, auf und machen da was draus. Gemeinsam. Applaus